So, jetzt müssten wir da sein. Bitte. Das würde dann bilden. Anders? Bist du Okay. geschottet? Mir die geschottet, ja. Hi, hi. Sind wir verpixelt? Yes, Sind es wir zu geht. hören? Oh, guck mal, das sieht Cool. richtig gut aus. Ja! Ja, machen wir immer, Alter. Vielleicht, ohne Witz, ich habe schon mal darüber nachgedacht. Ganz kurz mal zu so Internetgeschichten, ne? Ich habe mal darüber nachgedacht. Ja, geil. Oh, dass ich einfach statt diesem beschissenen Vodafone-Kack, Entschuldigung, O2-Kack, mir einfach wirklich für einen Monat diesen Vodafone-Hotspot hier gönne. Das ist viel günstiger auch. Ja, dann macht das doch. Ja, echt, weil. Guck mal, Oh, alles ja, bestens. alles Och, top. Mann, lol. Okay. Ja, wenn jetzt alles passt, dann können wir jetzt pennen gehen. Das war gerade so viel Stress für mein armes Gesetzt. Herz. Okay, ich muss einmal kurz den richtigen Link jetzt schicken. So. Ja, und verlinke me, please, dann kann ich es auch nochmal teilen. Hi-ba, I'm pretty and I like you. Bring your body girl all night long. Hi-ba, wer ist alles so beim Deichbrand dieses Jahr? Was denn? Warte, ja, bist du dieses Mal extra nach Berlin, um nicht wieder ein Cabinet of Shame-Video drehen zu müssen? Ja, damit mein Die Cabinet Cabinet ist hier of verkauft. Shame, mein Room of Shame wird Ich wollte hier. gerade sagen, das ist hier nicht besser, Leute. Hi-ba, pretty and Entschuldige I bitte. like ya. Okay, sorry, Leute. Das hat mich jetzt sehr aus dem Konzept gebracht. Okay. Okay. Es läuft. Moin, Leute! So. Auch den Harry Money, an heute. money, Yeah! Ich habe so viel money. Harry-Merch, ihr glaubt gar nicht. Okay. Frankas Wo denn da? Plan-Tour. Ich, Sie irgendwas hat hat da noch eine Band. der Wind hat geredet. Ich habe nichts gehört. Ja, nee, tatsächlich sind da nicht mehr so viele. Doch, sie hat noch Oh. viele. Ja, Witz. Genau. Pflanzencenter, eine Tierlist. Kennst du diese, wo wir ranken? Pflanzencenter. Können wir auch mal machen. Müssen wir nächstes Mal vorbereiten? Oder mal ein Ja, Video machen? ich glaube, das wäre ein eigenes geiles Video tatsächlich. Ja. Ich schreibe es mal auf. Guck mal, Paula, geht ihr zum Holländer am Wochenende? Was meinst du, was wir heute gemacht haben, Schätzelein? Ja, also tatsächlich, genau, wir waren heute, soll ich los? Ich lese gerade ein bisschen. Ja, mach mal. Ich Genau, mache nee, gleich wir weiter. waren heute beim Holländer. Also ich war einmal alleine beim Treptower Park und dann waren wir zusammen am Olympiastadion. Also es kommen Videos, definitiv. Es war schockierend. Schockierend. Schockierend schön. Ja. Nee, also war echt richtig geil. Leute, bevor wir mit irgendwas anfangen, wir haben eine wichtige Oh Frage. mein Gott. Ja. Wir Bitte. überlegen seit Stunden, Stunden, nicht wirklich nur wir Stunden. haben Leute gefragt. Ein Lied, okay? Ich singe euch gleich die Melodie vor, ganz, ganz furchtbar. Aber irgendjemand von euch, 95 Leute sind da, irgendeiner von Ja. euch muss dieses Lied kennen. Bitte. Wir können das halt nicht Ich schlafen. kann sonst auch gar nicht hier jetzt roasten, weil ich Ja. raste sonst aus. Wir haben wirklich Ich seit, roaste sonst ich aus. roaste aus, seit um 15 Uhr oder so. Ja, ja. Ich reiße mir schon die Haare vom Kopf. Ja, ehrlich. Okay, seid ihr ready? Bitte, jemand muss das. Ich kann sonst Ich nicht. habe die vergessen jetzt, die Nee, ich Melodie. weiß. Okay. Du weißt auch gleich. Also bitte jetzt nicht judge. Es ist nur. Kann ich das? Okay. Vergessen, weil ich jetzt immer hyper hyper Ja, bin. du willst nur nicht, dass es okay. Hau raus, let it Okay, doch. Ich hasse dich. Okay. In every kind of moment that Ja. Das hast du gerade ein bisschen. Hättest mich mal machen lassen. Na, mach doch noch mal. Nein, weil er geht dann noch mal hoch. Weißt du schon? Samuel Samuel! Bitte, ich muss das einmal hören. Ja. Ich muss aus meinem Oh Kopf. nein, wird das denn Danke. gesperrt? Wer hat das geschrieben?
Rebecca, Lennart, Lena. Warte. Von wem ist das? Coldplay oder so? Ist das Coldplay? Ich habe die ganze Zeit... Warte mal. Somewhere only we know. Kian? Ich hätte warte. Oh, erstmal kurz. Oh, Franke, du hast kein Geld. Oh Premium. Ja, ich habe kein Geld. Somewhere, oh mein Gott, ich küsse deine Augen. Oh, ich küsse dein ganzes Herz. Das ist es. Exakt, Leute, oh mein Gott. Oh, ich liebe euch so. Dankeschön. Ich schwöre, ich hätte nicht schlafen. Ja, ich auch nicht. Okay, mal. Warte, ich muss zu dir einstellen. Ja, ich muss. Ja, ja. Oh, wir sind so lost, ne? Ohne Witz. Wir dachten Coldplay, wie heißt das? Scientist. Dann James Morrison. Ja, wir waren echt bei allem. Wir waren überall. Oh mein Gott. Okay. Grey's Anatomy. Ich habe vorhin gesagt, ich schwöre, ich habe gesagt, es gibt irgendwie einen Film oder irgendwas. Ich dachte so Jude Law, irgendwie Julia Roberts, Cameron Diaz. Wisst ihr, diese Anfang 2000er scheiß Love-Film. Ja, Grey's Anatomy. Oh mein Gott, ich bin gerade so glücklich. Ich bin auch richtig glücklich. So, jetzt können wir anfangen, Leute. Somewhere. Oh. Das ist richtig Grey's Anatomy. Ja. Mann, das ist aber wirklich, wir waren Stunden. Ja, und nicht nur wir haben schon andere Leute recruited. Ja. Und die saßen da schon mit Gitarre und haben versucht, die Harmonie. Okay. Ich schwitze, ne? Okay. Sorry, ich hatte ein Haarmaul. Grey's Anatomy. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Danke, natürlich. Ich küsse euer Herz. Jetzt brauche ich nur einen. Soll ich dir einen holen? Natürlich, meine Gebieterin. Nein, bleib du kurz sitzen. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe ein Loch in der Hose. Der ist hier. Aber gibt es mir auch Glas in das Bright? Ja, das Wein habe ich hier. Hast du ein Weinglas? Ein Weinglas. Okay, Glas. Nein, das ist ein Weinglas, aber so ähnlich. Wahrscheinlich. Oh, ich möchte nicht, dass man hier Menschen. Das war sehr frech. Wasser. Nadine. Ja, jetzt kommt der Zopf, der gleich wieder wild absteht. Nadine, zeig uns heute mal deine Pflanze, Nadine. Ja. Zeig dir gleich, was absteht. Okay. Kennt ihr Jungle von Emma Louise? Nee, was ist das? Lennart dreht richtig durch, Alter. Er will ganz dringend wissen. Lennart reicht. Das hat jemand geschrieben. Oh mein Gott, ich bin so glücklich dran. Ich bin auch richtig glücklich. Mann, ich dachte, hier sind irgendwas mit someone we get lost oder so. Ja, someone. Oh, ich schwitze. Ach, ja, mein neues Video ist da draußen. Ich habe das voll verplant. Ich war doch bei Hydro Böttle. Die hatten Florida Ghost. Also habe ich natürlich jetzt auch noch nicht gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was da so abgeht. Die hatten Hydro-Böttler für 8. Die hatten Florida Ghost für 80 Euro. Ich habe die mittlerweile schon günstig. Soll ich den neuen Glas holen? Liebe euren Content so hart. Danke. Bei denen gibt es auch dann Zuni mit. Soll ich den neues Glas holen? Franka, nein! Ich bin nur gerade so glücklich. Ja, okay. Ja. Ich schwitze, ne? Jetzt schon sowas schon wieder. Oh mein Gott. Also Leute, es wird. Was hatten wir hier schon für Struggles? Problem mit Internet. Two Shots of Wodka? Two Shots of Wodka. Ja, ist kein Wodka. Ja. Histaminfreier Wein. Weinschorle. Oh süß, danke schön. Welche Pflanzenart würdet ihr wählen, wenn nur eine einzige in eurem ganzen Leben kaufen dürft? Du fühle dann drin. Es geht schon wieder los. Ja, fühle deinen Namen. Ja, ne? Das ist so ein geiler Subject. Nee, obwohl ich würde es, glaube ich, sagen, Monstera. Arten, ja. Weil überleg mal. Aber überleg mal, Monstera hat so nie gar keine Ahnung. Ja, darüber drauf. Wollen wir auch nicht reden. Ja. Aber so City Bicanas, Peru, Deliciosa, Maricata. Ja. Nee, ich mag Philodendron. Irgendwie sind die kerniger. Ist so. Doch, ist so. Ja, bei mir aber kerniger. Auch Anthurium. Wird es ein Holländer? Natürlich, Leute, gibt es einen Shop with me bei Holländer. Boah. Ich muss mal gucken, weil es kommen in den nächsten Wochen.
ein paar Videos. Also ich muss ein bisschen gucken, wie ich die alle... Also es kommt auf jeden Fall das Pflanzenladen Shop With Me am nächsten Freitag. Danach kommt das Unboxing. Und ich glaube, dann kommt Holländer. Aber ich weiß es noch nicht genau. Also ich muss ein bisschen gucken. Krass. Genau. Also ist ein bisschen was geplant. Mhm. Ich habe ein bisschen gevloggt heute. Das heißt, es kommt auch nochmal ein Mittwochsvideo. Ja. Genau. So. Werd ihr eine Pflanze? Wer mit H? Gina. Gina. Welche Pflanze werdet ihr und wieso? Das habe ich schon mal beantwortet. Ich weiß aber nicht mehr, was wir gesagt haben. Nee, ich habe das immer in meinem Unboxing, hatte ich dieselbe Frage. Aber ich dachte, wir haben das vielleicht schon mal im Livestream gehabt. Oder einmal in einem Video, wo wir doch beide da waren mit dem Schild, oder nicht? Aber was hattest du gesagt? Dragon Scale. Stimmt. Stimmt. Und wisst ihr was? Ich habe doch gesagt, ja, ich habe zwei und so. Der eine ist jetzt tot. Okay. Herzlich grüßen. Oh! Und? Was noch? Und? Okay. Hoffentlich jeden Tag geschaut bis zum Getten. Hello, hello, Ashley! Liebe Grüße! fahrt mal zu Elmslauer und Elmsbüren. Wo ist denn Elmsbüren? Ist das im Norden? Das klingt so nach Norden. Gestern Deutsch 5 bekommen, meine Lehrerin. Ja, eine Ems ja wahrscheinlich. Mir gerne meine Staatsbürgerschaft. What? Was? Tut mir leid, dass ich dich geroastet habe mit deinem Haar. Das war nicht gemein. Oh. So was mache ich aus Liebe. Ich bin gemein aus Liebe. Es tut mir sehr leid. Von Dubia, Dubia gesehen, weil weiß nicht, ob das Mythe. Doch, Dubia, doch, die gibt es doch. Hä? Also die gab es doch sogar. Ich habe doch eine. Ja, gab es die nicht auch beim letzten Holländer, wo wir waren, am Olympiastadion? Aber wieso Mythos? Die gibt es doch überall. Ja, ich habe das vielleicht, weil die echt so super selten in Geschäften sind. Franka, ich habe meine von Jawoll für 12 Euro. Wisst ihr, was Jawoll ist? Ja. Ja. Die hat Anna mir geschickt. Und habe ich gesagt, ja, nimm mit, Digga. Jawoll. Was? 12 Euro. Kann ich euch mal ein Instagram-Foto zeigen? Krass. Ja. Okay. Ja, Richtung Holland, Niedersachsen. Ja, okay, okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal nach Holland. Ja, ich habe doch schon gesagt, wir müssen Trip, ja, planen. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, Gina, tu mir voll leid. Ich bin einfach Gossipy, es tut mir so leid. Ja, ich bin einfach frech. Ja, das ist doch eine gute Einleitung eigentlich mal anzufangen, oder nicht, mit dem Roast? Ja. Ja. Okay, wollen wir anfangen? Also, ja, für alle, die es verpasst haben, ich hatte ja die E-Mail-Adresse. Es gewittert. Es gewittert. Geil. Schön. Oh, ja. Love it. Die E-Mail-Adresse auf Instagram in die Story gepackt. Falls ihr jetzt noch welche nachschicken wollt, schreibe ich euch die nochmal. Willst du schon? Ist Joey's Jungle wieder da? Freut ihr euch, dass Joey's Jungle wieder da ist? Nee. Ist das Fake News? Spiel also nicht mit meinem Herzen. Ja, weil falls der da ist, dann freuen wir uns. Digga, sehr. Dann ist nämlich richtig glücklich. Ja, Gmail. Das ist voll toll. Ich wäre so happy. Ich vermisse ihn richtig. Er ist da. Nee, er ist wieder da. Ja, das stimmt. Oh, wir haben nachher was. Okay, ich muss abbrechen. Mein Gott. Oh mein Gott. Wie toll. Weil ich hatte auch das Gefühl, er hat ja eigentlich einen anderen Hauptchannel, dass ihm das nachher eigentlich auch viel mehr noch dann wieder gegeben hat und so mit dem Pflanzenkanal. Ja. Und dann deswegen voll toll. Weil, und oh dann mein hat Gott, er ja vom Podcast wieder angefangen. Ja, so. Das habe ich gesehen. Genau. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Weil das ist auch mal einer, der das auch funny macht und nicht immer nur dieses Ernste und, und dieses Milliarden-Euro-Pflanzen und so. Ja. Oh, ich freue mich richtig. Ja. Oh, aber auf dem Hauptkanal. Ach, krass. Oh. Ja, okay. Finde ich so. Ja, man hat auch voll gemerkt. Nee, aber er hat ja auch aufgehört eine Zeit lang mit allem. Ja, ja, genau, genau. Ich freue mich richtig. Geil, danke. Ja. Okay, geil. Ich bin nächstes Jahr Lehrer. Das hin. Jetzt hört auf. Jetzt hört nein, auf Gina. Sie helfen ihnen doch. Achso, okay. Okay, Leute, kümmert euch bitte um Gina. So. Okay, wir fangen an. Ich habe Angst. Wir fangen an, ja. Also, okay, Live-Reaktion. Also, Leute, ne? Plant Rose, ihr wisst, es ist alles out of love. Wir wollen heute gossipen. Ihr wisst, wie es bei mir aussieht. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Ich traue mich gar nicht zu zeigen, Leute. Also. Nee, deswegen, also alles out of love. Bitte nur freiwillig die Fotos reinschicken. Ja. Wir versuchen mal nur den Vornamen zu sagen. Wie kann man denn gezwungen die Fotos reinschicken?
Was meinst du? Wenn du bitte nur freiwillig die Fotos stellst. Nein, wenn jetzt irgendjemand guckt, der sagt irgendwie, ich will doch nicht oder so. Also so, dann Bescheid okay. sagen, ne? Wo okay. kann man schicken? Ich habe die E-Mail-Adresse angepinnt, aber es sind schon einige E-Mails. Wir müssen noch mal gucken, wie viele wir schaffen. Also wir haben 176 Leute da. Hyper, hyper, I'm pretty and I like ya, real body girl. Nein, okay. Also, wir wollen ungefähr 2 Stunden heute. Ja, ungefähr bis 10. Ja. Deswegen wir haben jetzt aber auch schon eine halbe Stunde ne, gelabert mit den ganzen Problemen. Okay, okay, fang an. Okay. Oh Gott, okay, warte mal, das ist ein krasser Einstieg. Okay, das ist ein krasser Einstieg. Ja, ich habe nur gerade die kleine Vorschau gesehen. Mit Namen oder ohne? Wir hatten das letzte Mal gemacht. Vorname. Vorname, ne? Okay, Lea. Bist du da, Lea? Blöder Wind ist vielleicht auch sad. Blöder Wind? Was ist? Lädt auch nicht. Sie ist runtergefallen. Was ist denn? Ich glaube, eine San Siberia. Ja, was ist ja, ja, doch. Ja, doch, es sieht aus wie eine San Siberia. Lea, ich glaube, sie wollte springen. Ja, aber, ja, aber die war dann ja glücklich. Also, die sieht jetzt nicht nach einer Sadplant aus. Ja, ist halt aus dem Fenster gefallen. Also, Lea, natürlich ist sie dann kaputte. Cellos. Das ist halt traurig. Kannst du dich nicht so an mir ablehnen? Hä, du lehnst dich doch an mich. Nee, guck mal, wie. Ich möchte diesen Körperkontakt nicht. Nimm dein Bein weg. Sagst du, ich bin fett. Ja, Lea ist da! Okay, wir sollen nicht uns roasten, oh, sondern Plan. Okay. Ja. Ja, was? Ja, nee, ist das. Ja, das ist sehr traurig. Ist aber Scheiße. Wie nah hast du die denn ins Fenster gestellt, ja, dass dann ein Wind also, kommt? Schwierig, ja. Lea. Schwierig. Das ist das nächste Mal. Okay, ich will nichts sehen. Sag. Okay, J. Punkt. Die im Becher sollte eine Freude. Ich liebe es, wenn anfängt, so sollte sein. Müsste. Franka! Ja, Entschuldigung, ich bin halt ein bisschen locker. Nee, aber du bist drauf. Au! Also, oh, Franka, ich brech Lea ab. Hyper, hyper, I'm pretty and I like it. Du hast so viel einen Tee. Ja, von einem Oh, nee, du bist mir zu nah. Ja, ihr. Ich krieg Zuckung. Was für Zuckung, Alter. Hast du das nicht manchmal... Leute, heute im Flixbus, ne? Mir war das ja alles... Ich bin aber keine fremde Person. Nee, aber kennst du es nicht, wenn dann so die tägliche Nähe das Level voll ist? Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es tut mir leid, ich bin immer... Ja, wir sind einfach durch. Wieso ist es schon so dunkel bei euch? Hä, bei euch nicht? Hier ist einfach Todesgewitter. Ja, hier ist... Weather. Was? Oh, Franke. Okay. Ist das dein zweiter Hugo? Ja. Yeah. Okay. Also. Hier strahlt die Sonne. Ja, wo bist du denn? In Sri Lanka? Oder was? So doof. Kann ich jetzt die Friday sehen? Ja, okay. Es sollte ja, es ist ja keine. So. Was willst du denn da sehen? Also, die Becher sollte eine Friday sein. Bei den anderen will ich auch nichts dazu sagen. Und dann dieser... Lachst mal mit den Tränen. Okay. Es dauert ein bisschen, Leute, mit dem Öffnen des Bildes. Kannst du bitte vorher planen? Danke. Was soll ich denn vorher planen? Willst du sonst das mit meinem Hotspot verwenden? Mach mal. Entertain the people. Okay. Ja. Sorry, ja, aber... Das ist kein Friday. Das ist doch keine Friday. Das ist aber ich, sorry, ich habe kurze... Das... Ich glaube, das sollte eine Friday sein. Ja, das ist schon. Was ist das auch für diese schwarzen Bubbles? Was ist das denn für ein Substrat? Oh, oh. Hä, aber das ist doch eine. Ach so, ja, ach, aber das sind mehrere Pflanzen, die scheiße aussehen. Ich dachte, das ist nur eine. Oh. Na gut. Man sieht die gar nicht. Okay, Entschuldigung. Jetzt ist halt. Ja, aber ach, ganz ich habe auch schon schlimm aussehen. Ich muss also die Freideck lasse also, ich dir, aber der Rest ist... Ja, die Freideck, die Arturium ist halt mega ärgerlich. Aber ganz ehrlich, weil das halt auch immer
Also Anturien sind auch, ich finde, die sind schon schwer, oder nicht? Ja, sind sie auch. Ich bin einmal mit dem Wort Entertain the Peoples. Entertain the Peoples. How? Ich kann mal durchlesen. Gut, ist nichts weiter geschrieben. Ja, bei mir im Tropenhaus haben wir gute 28 Grad hier. Okay. Aber da scheint auch nicht die Sonne da drin, oder? Ja, aber ich finde Anturien tatsächlich voll schwierig. Ich habe ja mittlerweile nur noch eine kleine Anturium, ne? Die wir von der Botanica. Oh. Aber die ist gut. Ich weiß nicht, aber warum. Welche hattest du davor? Ich hatte doch auch schon mal Crystallinum. Echt? Nee, Quatsch, Clarinervium. Clarinervium. Clarinervium, ja. Ja. Eure derzeitige Wunschpflanze. Sie hat geblitzt. Ich habe eine. Sag mal. Nee, sag du. Ich muss kurz überlegen. Patricia. Und Esmeraldense. Hört ihr das? Sind das auch Anturien? Was? Da kannst du mich mal nicht so sagen. Sind das auch Anturien? Ja, Esmeranze. Oh, ich dachte, du meinst den Blitz. Esmeraldense ist die wir heute gesehen haben. Ja, ne? Philodendron. Ja. Achso. Jetzt habe ich einen Sneak Peek. Electric Callback. Hyper, I'm pretty and I like ya. Ja, wir haben vorhin schon geredet. Wir haben jetzt einfach von meinem Guilty Pleasure Cascada, obwohl Cascada es eigentlich auch gecovert hat, aber egal. Every Time We Touch. Ich muss mir das nachher so was von reinpumpen. Electric Callboy. Okay. Beste Empfehlung für eine kleine Vitrine. Eckerbar ist süß. Fabriqueur mag ich nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch meine Milzbo. In welchem Deutschland lebt ihr? Berlin und Hamburg. Wer hatte doch schon mehr als zwei Hugo? Also Frank wohnt in Berlin, ich wohne in Hamburg. Ja. Okay, weiter. Hyper, okay. Show me the sad plans. Oh, geil, nice, langer Text. Weil ihr immer richtig lustig schreibt. Also, von Katharina. Liebe Jael, liebe Franke, ich möchte euch eines meiner Unikat-Raritäten vorstellen. Okay. Für den Fall, dass ihr sie nicht in Klammern mehr erkennt, es ist eine Angel Wings. Oh, sogar der lateinische Name dahinter. Santa mit der Sonnenbrillen-Smiley. Hier mit der Besonderheit, ein bisschen andere Farbe und sehr viel weniger Blättern als bei anderen Pflanzen. Menschen. Sicherlich würdet ihr gerne einen Ableger von diesem Prachtexemplar haben wollen. Nur leider ist dieses einzige Blatt alles, was von der Pflanze noch übrig ist. Sorry. Okay. Show me. Das ist eine tote Pflanze. Ich glaube, da ist Herbst. Aber der Stiel ist auch wieder so traurig. Stiel ist wirklich echt sad. Ja, aber ich kann dazu nicht viel sagen, weil so sehen alle Angel-Wings aus. Sehen die so alle aus? Nach zwei Tagen. Echt? Ich schwöre. Also ich hatte noch nie eine, deswegen, ich habe keinen Plan, ne? Nee, also ich muss tatsächlich sagen, meine haben auch nie lang gehalten und dann wurden die auch alle so braun. Und man weiß auch nie, was man da falsch macht, finde ich. Ja, was ist denn hier passiert? Kann das einer von euch... Der Katharina. Vertrocknet. Mal sagen. Obwohl, nee, die sieht auch so aus, als ob das sein kann, dass die überwässert wäre. Weil siehst du, wie so. Stimmt, weil die so gelb ist. Flapperig. Ne? Ja, da hat jemand zu gut gemeint. Ja. Oder halt in falschen Abständen. Ne, wenn du lange Zeit gar nicht gießt und dann denkst so, oh, voll vergessen, Angel Wings muss mal wieder. Dann überwässerst du halt schnell. Mhm. Okay. Tammy. Mittlerweile kann ich verstehen, dass du sie hast. Ich vermute es. Aua! Ja, genau. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, warum hat die aber so eingerollte Blätter? Ja, also da kann ich gar nicht lachen, weil da wäre ich sauer. Weil, nee, Calatheas, ich hatte nämlich genau die Calathea. Ist das eine Origami-Pflanze? Das ist süß. Oh mein Gott, aber das habe ich noch nie gesehen. Ja, ja, Origami, kannst du jetzt auseinanderfalten. Kennt ihr noch von früher diese? Die oh mit mein immer so, Gott, ja. So ja, nein, blau-grün. Ja, nein, vielleicht. Guck mal, eine schreibt gerade, das Geräute kommt auch, wenn es zu warm ist.
Ach. Nee, aber da sieht man, das ist vertrocknet. Ja. Ich sehe das genau. Und diese Scheiße, die sah bei mir genauso aus. Und ich war so sauer, weil die war ein Geschenk. Und, oh nee. Ich weiß. Und ich krieg da wirklich Aggression. Ja, und du hast sie damals geschenkt bekommen und ich dachte schon so. Ja. Ganz am Anfang meiner Pflanzenliebe. Ja. Da war ich sehr sauer. Ja. Nicht die saddest plant, aber ich habe sie, oder ich habe ihn, im Winter auf der Straße gefunden und konnte ihn nicht zurücklassen. Wenn mir jemand sagen kann, was das ist, wäre ich sehr dankbar. Grauer Himmel ist der Name. Grauer Himmel? Also von der E-Mail? Ja. Oh mein Gott, das sieht aus aber wie ein kleiner Mensch. Guck mal, hier ist der Kopf so. Franka. Ja, diese, das sieht aus wie ein kleiner Mensch. Was? Vor allem ist das doch wieder so diese letzte Hoffnung. Guck mal, wo der nochmal versucht hat. Oh mein so. Gott, das ist lustig, du hast hier gesehen. Ich muss mich so zusammenreißen, das tut mir sehr leid. Aber was sind das auch für weiße oder das abgefressene Blatt da? Ich finde es irgendwie weird, weil über. Aber was. Ey, eigentlich interessante Pflanze, weil du kannst überall etwas Neues entdecken. Was da siehst du so weiße Flecken, hier ist so abgefressen. Also ich finde an sich ist die irgendwie voll schön. Klar, die ist ein bisschen bedröppelt, aber dazu. Der neue Wuchser ist doch richtig schön und der. Aber voll viele schreiben, das ist eine Opuntia. Opuntia. Ganz, ganz, ganz viel Licht. Ich finde das echt aus wie ein kleiner Mensch irgendwie. Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt so einen Cartoon. Mit so einem langen Arm dann aber irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Okay. Okay. Also, Mille. Aber jetzt gib mir mal hier richtig. Oh, langer Text, langer Text. Okay, sehr gut. Okay. Oh, ich muss mir mal noch strecken hier, ne? Hi. Nele. Hey, ihr beiden. Ich schaue super gerne deine Videos und als du auf Instagram erzählt hast, dass wieder ein Plant Roast ansteht, fühlte ich mich glatt angesprochen. Diesen Winter musste ich sehr hart durch, in Klammern, einen dauerhaften Trip so befallen. Oh, das hast du auch gerade, ne? Ich krieg PTSD. Ja, ich krieg über Kribbeln. Eigentlich mache ich auf Instagram Nele plus Plants selber Content. Shoutout. Get that back. Aber durch diese deprimierende Zeit ist es etwas eingeschlafen. Oh, oh, das kann ich, das fühle ich. Habe ich auch gehabt. Manchmal verliert man echt die Lust. So. Ist so. Hier ein paar meiner Sad Plants. Zu der Tortum muss ich sagen, dass sie schon in einem wirklich schlechten Zustand von Plants kommen geliefert wurde. Okay. Kacke. War richtig traurig, als sie mir einfach weggestorben ist. Die Oribifolia. Orbifolia. Orbifolia. Dankeschön. Sah letztes Jahr noch super aus und war zudem die allererste Pflanze, mit der die Pflanzenliebe 2021, guck mal, süß. Mit auch so, ne? Ja. Angefangen hat. Dann kam Tripse. Die Tripse gehen nicht weg und zwei Blätter sind noch übrig. Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Nele. Folgt alle Nele. Sag nochmal, wie heißt sie? At Nele plus Plants. Mhm. Get that back, honey. Oh yeah. Was würde ich sagen? Achso, ja, Calathea orbifolia hatte ich auch. Oh nein, schlimm. Okay, zeig. Oh, da sieht sie noch glücklich. Oh, sie hat auch ein Foto geschickt mit der Pflanze. Oh, nee. Sie glücklich. Ich weiß genau, was sie tut. Leute, ihr wollt es heulen. Oh nein. Okay, warte, okay, sorry, ich habe schon allein angefangen. Das Problem ist, ich kann die Bilder nicht einzeln öffnen, aber ich zeige sie jetzt erstmal so. Aber man sieht die E-Mail nicht. Gut. Also, das ist die Tortum. Guck mal, so ist die angekommen schon. Also, das ist echt eine Frechheit. Meine hässlichen Fingernägel, sorry, Leute. Was? Für wie viel hast du die gekauft? Wie, bist ja, du hier? Stimmt. Für wie viel? Hallo, Nele, bist du da? Hallo. Nele, hätte ich direkt reklamiert. Es also, ist echt scheiße. Ja, und guck mal, dann ist. Ja, kein Wunder. Wenn da sowas ankommt. Ja, das ist scheiße. Aber. Ich glaube, die ist ja dann schon mit einem braunen Ich muss Blatt. Ehrlich sagen, ich habe mit dem Online-Shop auch meine Dingens gehabt, also a few. Aber. Glaube ich, 3 bis 5 Euro kostet als Baby. Sehr gut. Na gut. Kaputt darf sie aber trotzdem. Bei 3 bis 5 Euro kann man nochmal. Aber es ist halt kacke, ne? Wenn du einfach damit rechnest, oh, endlich habe ich die. Und dann kommt das von. Aber deswegen, ich kann nicht mit Babys. Nee. Also und hier. Pflanzen. Oh nein. Happy. Auch richtig süß, meine ich. Ja, das ist richtig süß. Richtig hübsches Girl.
Und dann. Aber ich finde. Aber sie sieht voll gut aus. Ja, also sie hat klar, weniger Blätter. Aber auch die Crispies, ich I feel you. Aber ja. Das ist halt echt krass. Der Unterschied ist heftig. Oh, also da wäre ich auch echt traurig. Wegen ja. Tripse, ne? Ja. Ja, guck mal, ich habe ja gestern. Aber dafür, dass es Tripse hatte, bin ich eigentlich auch echt. Ja, direkt. Hat sie aber immer noch. Weil ich fragte mich gerade, weil ich habe ja jetzt auch bei meiner Thai und meiner Monstera Variegata, Monstera Variegata auch gerade Tripse. Seit 6 Monaten und ich krieg's nicht weg. Und ich habe sie schon so oft behandelt. Und ganz viele haben mir jetzt geschrieben, ich soll einfach Rosenspray nehmen. Was? Rosen. Rose. Was sollst du nehmen? Rosenspray. Rosania Spray? Oh, sorry. Ich habe das irgendwie immer, wenn ich mit den... Wir haben hier ein kleines Ringlight. Ich kriege dann immer meine Ticks. Also wundert euch bitte nicht mit meinen Augen. Ich sage es ganz einfach. Oh, doch, heute ist ganz schlimm. Ja? Ja, ja. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Fotos könnt ihr schicken an die E-Mail-Adresse, die ich angepinnt habe. E-Mail-Adresse. Ach so, ja. Rosenspray von Sailor Floor oder so. Das haben jetzt richtig viele... geschickt, weil ich kriege es auf natürliche Weise nicht mehr weg. Eigentlich kriege ich es immer mit Plantura schädlingsfrei weg, aber es anscheinend reizt nicht mehr. Mhm. Es ist wirklich ausgeprägt. Ey, als du gerade sagen wolltest, so Entschuldigung nach dem Rosenspray, ne? Mhm. Dachte ich, du dieses typische Sorry, Leute, sorry, guys, so I was sorry. In London last year and jetzt weiß ich nicht mehr, wie man Deutsch spricht. Rosenspray. I'm so sorry, I'm so sorry. Let me go get my corn. Kennt ihr diese Leute? Ich wär auch locker so. Ganz ehrlich, ich hätte am liebsten auch so ein Jahr Australien gemacht nach der Schule und dann wäre ich auch wirklich zurückgekommen. Oh, sorry, ich weiß gar nicht, wie man das richtig sagt. Australien. No, clear. Mate. Na, kennst du dich von H2O? Nee. Kennst du dich mit H2O Meerjungfrauen? Doch. Das sind doch Australier. Ja, und da so, oh, no, clear. Oh, no. Crocodile. No. No. Guck, die Leute wissen alle. Voila, okay. Rosenspray. Genau, nicht Rosenwasser, Rosenspray. Genau das hier. Du bist auch Zario Rosenspray. Beste. Ja. Okay. Ja, das hat alles nicht mehr gebraucht. Also, ich habe das jetzt schon 10.000 Mal eingesprüht und abgewischt. Und okay, let's move on. Ja. Oh no. So, das ist Vivian. Oje, 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 Mimi. Vivian schreibt eine wunderschöne in Klammern Ausrufezeichen Peperomia Pepper Spot. Sie hatte mal mehr Blätter, so um die 100 mehr, but still alive. Ich weiß nicht, ob das schon eine gute. Von wem? Von Vivian. Vivi, bist du da? Bist du da, Mimi? Okay, show me the Peperome. Ich muss ja sagen, ich habe eh, ne, Peperon. Ist das dein Ding, Peperon? Ja, zeig mal. Ich muss halt sagen, die sieht halt aus wie so String of Turtles. Ja. Bisschen, ne? Und die sehen auch schnell so aus. Aber die sind Nackenstecke. Ja. Ich war das oben hui, unten fui. Oh, diese Nackenstränge. Oh, I feel it. Und hier das eine. Das kleine Knusprig. Das eine kleine Knusprig, crispy. Also, ich habe gerade gesehen, du bist da. Magst du immer noch Peperomia? Und zwar. Als ob du noch eine Peperomia ja, magst. Ja, und zwar, du Leute. Also, Frank und ich waren ja heute beim Holländer. Und uns wurden ein paar Pflanzen mitgegeben, Begonien und Peperomias. Und wir haben uns gedacht, kannst du mal die Decke? Ey, ich gehe gleich einfach, mach das selber. Weißt du, was das Problem ist? Ist so besser für dich? Nee, weißt du, das Problem ist, ich schwitze so. Und dann dieses Haut auf Haut, kennst du das nicht? Haut auf Haut? Nein, so dieses... Oh Mann, so auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden wir dir sonst gerne eine neue Peperomia zuschicken. Hast du Lust? Möchtest du haben? Wir haben eine da. Was haben wir denn? Die hier, ne? Ja, zum Beispiel. Ist das eine Peperomia? Ja, ne? Ich weiß es nicht.
Hier steht Planten. Planten. Mixtrolle. Oh ja. Oh ja, ja, super. Dann schreib mir auf Instagram, dann schicke ich dir die zu. Weil ihr wisst, Leute, weil Begonien, damit, ja. Nee, damit kann man doch nicht leben. Das macht doch keine Freude. Und ihr wisst, Peperomias und Begonien gehen bei Franka und mir, werden die so aussehen. Deswegen dachten wir, geben wir ein paar Sandplants heute. Was Nettes. Genau, was Nettes. Gut. Ja, ja. Dann schick mir gerne mal deine Adresse und so auf Instagram. Wir haben übrigens noch eine Peperomia, ich glaube eine Begonie und noch eine Begonie. Und die saddesten Plants, die aber auch Begonien und Peperomias wollen, kriegen die dann heute. Ja. Also, ist das ein Deal? Stay tuned! Ach! So, so ist okay. Ach, so ist okay. So ist okay. Weiter. Er liebe den Betreff Livestream mit Franka. Ja. Wollt ihr überhaupt noch, dass ich existiere oder soll Franka den Kanal übernehmen? Hallo, ihr zwei. Doch, die wollen schon. Mhm. Hallo, Franka und die andere. Hier seht ihr meinen Philodendron Gigas. Leider erkennt man das nicht so gut, weil er deformiert aussieht und sich selbst zerstört. Okay, was? Und was? Und sich selbst zerstört? Nee. So wie die andere, was war das noch? Die da aus dem Fenster gesprungen ist? Was ist denn mit euren Pflanzen? Ja, ehrlich. Er kommt wahrscheinlich nicht gegen einige Exemplare in eurem Livestream an, aber ich finde ihn schon recht hässlich. Liebe Grüße an euch und an Whisky. Oh, oh, hört auf, ich heule sonst. Ja. Ich bin von ihr weg und ich glaube, deswegen geht es mir so schlecht. Ja, und du vermisst ihre Nähe. Deswegen kannst du mit der Nähe andere. Nee, weißt du, was es ist? Du bist zu menschlich. Ich brauche das Fell. Hast du mich gerade geherflippt? Nein, aber ich habe euch Fell. Alter, wie hast du mich gerade gemacht? Ich gehe jetzt. Ich dachte, du hast mich geherflippt. Nein, ich wollte mein Fell hin machen. Du hast original super. Oh, Leute, ihr kennt mich. Ich bin eine gute Seele, ja? Das mache ich nicht. Voilà. Also. Mein Gott, dass mir immer so schlechtes gleich nach. Also, na gut. Ich bin in Gossip-Mode. Ja, dann gossip mal. Oh nein. Was, wer war das jetzt nochmal? Ach, Gigas, oh nein. Die Gigas von Hannah. Die sich selber zerstört. Was aber, also. Ja, die ist halt wirklich verschnuppelt. Verschnuppelt. Vor allem. Fange deine Haare. Das ist doch das Fell, das du so. Nee, vermisst. Aber die haben mich nur so. Oh! Ey, sag mal, ich habe das Gefühl, ich werde schon mehr geroastet heute als die Plants. Du weißt, du verschenkst dir eine Pflanze an jemanden und zu mir bist du so. Achso, das ist heute keine Pflanze. Es tut mir so leid, ich bin ganz komisch. Du bist auch in einer anderen Umgebung heute und so. Also. Aber wenn du mich noch einmal mit deiner Hand kitzelt, raste ich aus. Kalk. Kalk. Achso, die Pflanze, ja. Da war ja was. Oh. Wir sehen Kalk. Ich glaube, das Wasser ist zu kalkig. Oder sind es so Spinnenweben? Irgendwas? Das ist recht, da etwas? Das ist recht kalkig. Ja, ja. Ja, danke schön. Oh. Nein, ich liebe dich doch. Aber das ist okay jetzt, oder was? Vielleicht möchte ich nicht deine Krallen in meiner Stimme. Ja, dann musst du mir das sagen. Ja, Communication. Gut, dann mach ich. Was denn? Die Rüste ist echt nur sehr. Ja. Einfach overtouch. Ja, das ist wirklich, ich kann das heute nicht. Oh, ja. Oh Mann, ich glaube, ich habe mir eine Ader geplatzt. Ich bin wie die Pflanzen, ich deformiere mich. Ich was grade, hast du denn gerade gemacht? Ich habe ohne Witz mit meinem Nagel, ich habe das ploppen hören. Ist es rot? Ew, ja. Aber warum hast du ploppen? Ja, Alter. Ja, und jetzt? Was ist? Googlest du jetzt erstmal was? Nee, guck mal. Ach du Scheiße. Krankenhaus?
Geil. Oh mein Gott, gleich zerflicken die beiden sind noch vor der Cam. Okay, nee, alles gut. Einfach weitermachen. Aua. Ich hab ohne Witz mit meinem Nagel da reingedrückt. Ja, geh doch nicht noch die ganze Zeit wieder so. Oh, guck mal, genau ich, so. Ich hab Plopp gemacht. Ja. Toll. Lilly. Oh Mann, mir tut das leid. Ich glaube, heute ist gar nicht schlimm. Oh, mir tut das so leid. Okay. Also, Hallöchen. Hierbei handelt es sich um zwei Alokasien. Naja, sie probieren es zumindest wieder zu werden. Die eine Alokasia Zimperina hatte Blätter mit einer Länge von 50 cm. Naja, jetzt sind es 5 cm. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an. Und die Alokasia ist eine Polly. Ihr Rhizom. Das klingt irgendwie super weird. Ich mag das. Oh, das ist so ein Wort. Das ist so wie dieses Hautkontakt. Da kriege ich so Rhizom. 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 Nee, aber auch mit dem Wissen, dass das R-H-I. R-I-H. Das ist falsch geschrieben. Okay. Ist mittlerweile 9 cm lang, aber mit mehr kann sie leider auch nicht mehr glänzen. Viel Freude mit freundlichen Grüßen, Lilly. Hat's geladen? Warte, was war das? Eine Alokasia? Zimperina. Und danach, was? Rhizom. Das ist Alokasia Polly. Also, ja, ich weiß nicht, was es sein soll. Also entweder, also... Aber da kommt doch was Neues. Also es ist halt sehr traurig, aber... Das ist die Zimperina. Das andere war die Polly. Ja, aber ganz ehrlich, so sehen Alokasien doch schmissig aus. Das ist jetzt nicht anders als bei mir. Also sehen die bei euch besser aus? Besonders. Ja, nichts besonders Schlimmes. Ist doch gut eigentlich. Ja. Nee, guck mal, nee. Ach, da wächst doch was Neues. Lilly, wo ich will hier die richtig, die Pflanzen, die so richtig, wo du siehst, dursten. Sind warte mal, durstig. Die Quali ist schlecht. Ich guck mal schnell. Da träumen wir ja nicht. Mein Auge tut so weh. Oh ja, ist gerade wieder schlecht. Kann aber auch jetzt gerade wirklich am Gewitter liegen. Ja, das kann ich zeigen. Also am Regen und so. So weird, sich da zu sehen und dann so zu sehen. Ganz komisch. Ja, also es kann sein, dass es gleich wieder vorbei ist, ne? Ihr müsst uns einmal auf Qualität. Auf was? Seit ja, ihr sich das Auge zerstochen hat, ist es schlechter geworden. Vielleicht habt ihr euch auch gleichzeitig ins Auto übertragen aus ihrem Auge. Oh, hör auf, so ein Simulation-Shit. Habt ihr die neue Staffel Black Mirror angefangen? Gibt es eine neue Staffel? Franka, die ist so gut. Hast du nicht gesehen? Es gab doch seit 100 Jahren. Seit gestern. Ey, oder von Leute, gestern. Ohne Spaß, ne? Oh, wir gucken das. Ich habe die letzten Monate einfach nichts mitbekommen an Serien, an irgendetwas. Franka, die erste Folge Joan is awful. Wir müssen sie nachher gucken. Nee, nicht heute. Okay. Das ist nicht gruselig, das ist einfach mein Fuckig. Die anderen sind ein bisschen gruselig, aber die ist gut. Ich muss niesen. Die haben mein Auge. Okay. Weiter. Also. Eileen. Hey. Schon so Lachsmiley. Welche Lachsmiley ist das? Ja, diesen Idioten-Smiley mit den Lachtränen. Idioten-Smiley? Ja, wer macht das denn? Mit den Lachtränen? Den machen wir immer. Wir? Ich nicht. Stimmt. Oh, so eine Person. Ich bin intellektuell. Hab euch ein paar Bilder vor. Sorry. Also, hab euch ein paar vorher Bilder reingepackt. Im ersten Bild meine was? Treubi? Tradescantia Zimperina und Piper? Piper? Was ist denn Tradescantia? Was? Es ist Alokasia Zimperina. Hat dein Handy irgendwie Tradescantia? Was soll das sein? Im dritten Bild Mikans Idioten-Smiley. Oh. Bisschen roast, die müssen ja jetzt mal werden, ey. Wir sind viel zu nett wieder. Im vierten plus fünften Bild meine Synchronium-Album vorher und nachher. Wow, das ist echt eine Auflistung. Im sechsten und siebten Bild meine Alokasia Zimperina. Hä? Okay. Und zu guter Letzt Basilikum. Basilikum, okay. Ja, unsere. Ach, Global Green. Ja. Ach, du hast die alle auf ein. Was? Andi, machen wir gleich.
Achso, Entschuldigung. Zeig mal. Warte. Ah, doch, das ist leider richtig. Das ist nicht verschrieben. Das ist anscheinend. Ich habe Alokasia, das ist so ein Transcestina. Ja, steht da. Tradescentia. Trade Center. Sorry, ich bin auch auf Australia. No, clear. Ja, gut. Ach so, ja, die Hälfte ist doch noch da. Ja, mein aber ich Gott. Weiß halt auch nicht, wie die sonst aussieht. Also kann ich jetzt nicht viel zu. Ich habe vergessen, was das sein sollte. Die Albo. Oh nein! Nein, das ist doch keine Albo. Die ist viel zu grün. Oder das ist die Mikans. Warte, das ist die Mikans. Im dritten. Folge, das erste Bild Mikans. Hast du mir nicht gezeigt. Ja, das wollte ich nicht. Das ist doch. Okay. Jetzt zeigen wir dir das. Okay, also das war eine Mikans, das war traurig. Aber ich hatte auch schon. Und da ist der kleine Frito von The Plants. Oh Mann, das ist. Ich glaube, das ist die Albo. Nee, ich erkenne das schon gar nicht mehr. Ihr solltet mal einen Discord einrichten, dann könnt ihr da immer die Bilder abfragen. Abfragen? Wir sind ein bisschen oldschool. Sagen, was ist Discord? Ich okay, weiß, was Discord ja ist. Okay, aber was für. Also ich verstehe nicht, wie das geht mit. Egal. ja, das ist ein sehr trauriger Friedhof. Aber ich habe jetzt keine Albo gesehen. Achso, geh mal in Old Plant Roast Ordner. Andi hat nämlich gerade gesagt, ist richtig Andi, ne? Letztes Mal nach dem alten Plant Roast. Kannst du einmal suchen? Andi? Ich glaube, ja. Okay, warte. Leute, ich schwitze. Ihr versteht das nicht. Also, mein Tag. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht. Was ja, du such mal, du da. Alter, sag mal, du kannst mal selber suchen. Ja, du kannst auch unterhängen. Nee. Warum hast du uns heute so? Ich weiß nicht, lustig. Sicher? Nicht, dass du danach dann wieder so. Hast du mich? Wieder? Weißt du nicht, bei Makramee? Bei Makramee, ja, das ist eine ganz andere Nummer. Leute, wir haben uns. Wir diskutieren das nicht im Livestream, unsere privaten Probleme. Alles. Wir haben uns. Ja, und dann wir hat haben sie uns den Fuß gebissen. Was? Was? Bring du mal deinen dritten Hugo. Im Makramee-Video haben wir uns so gestritten und ich weiß nicht wieso. Wir haben uns noch nie in unserem ganzen Leben so gestritten. Also, wir haben nicht ja, mal gestritten. Bei uns ist Streit einfach, wir haben uns angekeift. Ich finde das so schon Streit. Also, irgendwie bin ich ein zu harmoniesüchtiger Mensch. Wir haben uns nicht gestritten. Ich habe das falsch gehalten und Franka war dann genervt, weil sie hat das gezuppelt und das war der Streit. Aber wieso haben wir uns dann. Was haben wir da gesagt? Wir waren einfach beide Beide? Nervt. Ja, du von mir. Ja, genau. Betreff ist Pflanzen, die einfach gestorben sind. Nee, ich muss leider sagen, dass ich das tatsächlich nicht finde. Okay, entertain. Aber vielleicht ist dann die. Die Mädels vom. Weißt du, warum schickst du die nicht einfach nochmal? Kannst du nochmal schicken? Ja, das wäre viel einfacher. Oder weil die vielleicht schon gestorben sind, dann. Ist ja, die E-Mail auch gestorben? Einmal weg. Ein Bildchen mit der Zuschauer an. Oh, jetzt haut sie Franke in. Jetzt haut sie Franke in eine Pfanne. Frankel? Ich hab's gefunden. Ich habe sie gefunden. Ah, okay. Ach, okay, weil ich habe nicht weiter gedacht. Andreas. Hello. Mein Name ist Andy. My name is Andy. Andy. Und typisch Andy. Typisch Hyper. Sorry. Wow, what a mix. My ADHD is ADHDing today. Sorry. Weiter. Und ich habe leider schon ein paar Pflanzen in den Trash stecken müssen und somit Abschied genommen. Ein paar Bilder habe ich noch. In Klammern Blüten, Tomaten und Avocado sind leider aktuell. Haben wir doch Ich erinnere mich an eine Tomate. Weißt du noch, dass jemand da auch eine Tomate eingesteckt hatte? Aber Blüten? Die Alokasien sind bei mir leider sehr dramatisch und unbegründet gestorben. Sie stehen im Terrarium bei den besten Bedingungen und sind trotzdem tot. Ich glaube, wir haben die. Naja, am Ende waren alle Pflanzen ja mal schön anzusehen und ich hatte eine teilweise gute Zeit. Ist doch mit manchen Beziehungen das Gleiche. Das ist Part 1. Part 2 kommt in einer neuen E-Mail. Aber die hatten wir. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher.
I'm pretty and I like you. Warte, was sollte das sein? Ich hab, ich, wenn ich selber lese, komischerweise merke ich mir das nicht. Ich habe auch nicht zugehört. Alokasia irgendwas. Was? Warte, ich muss nochmal lesen. Ah, die hatten wir noch nicht. Billy Tay? Das ist doch kein Billy Tay. Nee, warte. Habt ihr den Vogel gehört? Also die ist ja wohl wirklich perfekt. Er will uns nochmal reinwürgen, dass bei ihm die einfach sehr perfekt. Ja, Andi wird da. Ja, Andi der Angeber. Ja gut, die andere war nicht besonders. Oh. Ja. Okay, Andi. Ich würde mal sagen, die enjoyen nicht mehr. Oh. Mann, ich will nach Hause. Weißt du, das wäre tatsächlich lustig gewesen, hättest du das nicht so. Wie bitte? Ja. Oh, heute ist Hate, ne? Ja, die sind. Das ist keine Billy Tay. Aber das sieht aus wie so Blutspritzer. Guck mal, richtig weird. What happened? Andi. Da möchte ich. Nee, das möchte ich nicht. Nee. Und das ist die Tomato, vermute ich mal. Ja, gut, die Tomaten. Sei ein Mann, du musst so schnell sein wie wildes Wasser. Du musst so stark sein wie ein Taifun. Du musst so heiß sein wie Höllenfeuer. Geheimnisvoll, zugleich so wie der Mond. Hey. Mir geht's schnell die Puste aus. Wie soll ich das überleben? Hätte ich doch nur beim Turnen nicht gepennt. Der Kerl, ich bin auch den Rest, habe ich mich verraten eben. Ach, wie ist das schön, wenn ich nur schwimmen kann. Seid einmal, ihr müsst so stark sein wie wildes Wasser. Ihr müsst so ein. Ich kann Jacks nicht mehr. Heute ist irgendwas. Danke. Entschuldigung. Was? Was passiert? Okay. Ich habe ausgesetzt. So, zweite Nachricht von ihm. Wir kommen zu meinem Part. Zwei der Pflanzen, die starben. Das letzte war eine Mango. Was sind das hier für Pflanzen, die du einschickst? Ach, Andi. Ja, Andi. Wir haben hier keinen Gemüsegarten. Wir sind hier Urban Jungle, okay? Okay. In welche vor vielen Jahren gestorben ist? Wie viele Jahre du hast? Also hast du noch die Fotos oder hast du auch die Pflanze noch? Okay, Mann, stress mich nicht. Ich habe aus ihrem Kunstwerk gemacht. Also ich möchte nochmal auf diese Blutspritze. Na, jetzt zeig. Jeffrey Dahmer oder was? Okay. Kannst du die vorher laden? Ja, ich kann ja nicht vorher laden, wenn ich lese. Ist das Mango? Was war das, eine Mango? Ist das eine Traube? Guck mal, diese Ringels sind doch bei Trauben. Oh, das sieht voll cool aus. Ja, das ist eigentlich bei Trauben, oder? Okay, zeig die andere, ich will die andere sehen. Hast du dir gemerkt, was? Ich bin echt sorry, ich bin raus, wenn ich lese, ne? Ich merke mir nichts, wenn ich lese. Was sind denn das alles für seltsame Kreaturen? Die finde ich richtig weird. Was war denn das? Und woraus hast du ein Kunst? Irgendwie ist das für mich wie so ein Horrorfilm gerade. Das ist wegen dem Blutspritz. Hä, aber was hast du woraus kreiert? Das habe ich nicht verstanden. Ja, was hast du aus was kreiert? Ich will das nicht. Oh, Frage. Ist das ein Scheiße? Okay, ist Andi, was machst du da? Andi. Was ist denn das? Ich muss ein bisschen sagen, ich verstehe den Gedanken dahinter. Es ist sehr kunstwerklich. Es ist auf jeden Fall Berlin-Kreuzberg. Es löst etwas in mir aus, ein Gefühl. Also, was ist das da unten für Glumpen? Wenn das so nachts um drei in meinem Zimmer stehen würde, ne? Und dann mit so Schatten, so gegen die Wand und du wachst so auf und denkst, oh mein Gott. Stehst du dir da nicht hin? Whisky, bist du das? Alter, das sieht aus wie eine Gremlin, ja, Mann. So nachts und dann.
Was ist das auch für ein Klumpen hier unten? Ich weiß das nicht, das wäre scheiße. So golden. Ja, aber was ist denn das? Andi. Das ist auf jeden Fall ein Hund. I can see. Ohne Cat. Das ist auf jeden Fall Kunst. Somewhere. Okay. Okay, jetzt gehen wir wieder in den normalen Ordner. Das ist aus Salzteig. Was? Kennst du keinen Salzteig? Doch, ich erinnere mich vage. Teig. Aber wieso hat man sowas rum? Und sprüht den Gold und dann so ein Draht und dann so ein. Und dann so ein also sehr kreativ. Brand. Das muss ich dir sagen. Ja, so kreativ, Mann. So. Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es sind sehr viele E-Mails gekommen. Sollen wir einfach. Die Bilder sind schon gruselig, wenn ich sie sehe. Gott sei Dank. Ich wollte sie uns echt nicht irgendwie. Aber das, also hätte ich die E-Mail jetzt einfach so bekommen, hätte ich schon Angst. Ich bin so. Also nur, stell dir mal vor, du kriegst so nachts um 3 nur eine E-Mail mit diesem Bild. Ey, ohne Witz, das ist so creepy. Ich glaube, die E-Mail muss ich nachher löschen. Ich glaube, sonst habe ich Angst. Ich habe Angst, dass das nachts sonst live wird. Word. Ja. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Aber ich hab eine Frage. Wollen wir vielleicht Andi etwas Schönes, Lebendes geben, damit Andi in seiner Wohnung wieder Idee. Ein bisschen mehr positiv Andi, magst du Peperomia oder Begonie? Oh, ich kann nicht reden. Begonie oder Peperomia? Magst du eine haben? Wir haben ja, vielleicht kannst du noch mal erzählen, falls genau. Andi nicht dabei war. Ich schwitze so sehr, dass Franka und ich waren heute beim Holländer und uns wurden ein paar Pflanzen mitgegeben, halt Peperomias und Begonien. Und weil wir beide mit denen nicht gut können, dachten wir, geben wir die heute weg. Genau. Also wir haben jetzt noch 3 Stück. Eine haben wir schon, war das Nadine? Jean? Ich habe jetzt war nicht Gina. Ich weiß nicht, es tut mir so leid, egal, ich schütze. Hast du uns genau, schreib mir gerne mal, ob du lieber eine Begonie oder eine Peperomia möchtest. Und dann schickst dann hast du mir wieder ein bisschen Lebensfreude, ein bisschen neue, vielleicht neue kreative Ideen, genau, mit denen du dann solche Kunstwerke und bitte keine Horrorfilme mehr machen. Nee, es war schon ein bisschen. Schreib uns mal und dann bekommst du genau. Schreib mir mal, wenn du Instagram hast, schreib mir gerne auf Instagram und sonst über die E-Mail-Adresse. Genau. So, jetzt machen wir weiter. So viel zu Andi. Ja. Genau. Oh, okay, interessanter Text wieder. Ich liebe es. Ey, die Texte sind immer geil. Es macht Spaß. Ja. Moini von Sarah. War Sarah das letzte Mal auch schon mit dabei? Hast du schon wieder ein paar umgebracht? Bild 1. Bei der Botanika habe ich euch beiden noch stolz die Oh nein! 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 Oh nein! Habe ich euch beiden noch stolz die frisch ergatterte Musa Variegata gesagt? Ich erinnere mich. Und jetzt keine 3 Monate. Ist das schon 3 Monate her? Nein, schätze ich. 3 Monate später? Das war ich glaube, da hat jemand versucht. Echt? Nein. Ende April. Ja, jetzt haben wir Mitte Juni. Mai, Juni. Mitte Juni. Ja, okay. Das sind 2 Wochen. Schätze, das sind 2 Monate. Ja, sie hat versucht. Sie hat versucht, aber eigentlich war es noch viel schneller. Monate. Oh, in 3 Monaten kann viel passieren. Jetzt nach 3 Monaten geht sie mir einfach flöten und das auch nur, weil ich sie umgetopft habe. Man darf die echt, nicht also habe ich auch die Erfahrung gemacht, ne? Doch in April, ja. Deswegen topfst du jetzt gar nicht mehr. Bitte? Ja, ey. Du hast das heute selber gesagt. Ja, zu dir im Privaten. Und dass du mich hier teilst so du das nicht so mit den Leuten alles? Nein, ich lebe in einer Fake World. Nein, um es kurz zu erklären, Leute, ich habe seit 8,5 Jahren oder so nicht umgetopft. Nein, also ich bin nicht so der Umtopf-Freund, ich hate it. Und ja, ihr wolltet mich jetzt gerade mal wieder roasten. Ja, also, nein, wann hast du das jetzt mal umgetopft? Welche Pflanze denn? Irgendeine. Gut. Vor 3 Monaten, wie Sarah. Ja? Nach der Botanik? Also, Bild 2... Und dann noch meine Wishlist-Plan für 5 Euro gefunden. Ficus triangularis variegata, auch von der Botanica. Und jetzt setze ich auf ein Zeichen von irgendeiner Gottheit, dass ich das Zipfelchen elend. Zipfelchen elend nicht aufgeben soll. Was sagt ihr dazu?
Zipfelchen Elend. Grüße aus dem Phoenixviertel. Phoenixviertel? Ja. Habe ich? Sarah! Ja. Wie hast du das geschafft? In so kurzer Zeit? 3 Monate, ja. Ich wollte gerade sagen, bei mir waren schon nach 2 Tagen welche tot. Das ist wirklich traurig. Ja. Bist du hier? Darf ich dich mal fragen, ist die von Harmony Plants oder wo hattest du die gekauft? Da gab es nämlich richtig viele. Weißt du das noch? Nur Interesse halber, weil die gab es sehr wenig, also an wenig Ständen deswegen. Mhm. Aber die hängt ja richtig runter. Der geht es richtig schlecht. Also das ist echt krass. Ja. Umgetopft so schnell, ne? Aber ist es nur das? Das frage ich mich halt. Aber ein Terrakotta? Terrakotta ist für Terrakotta scheiße. Hat Vor- und Nachteile. Ja, ich bin echt kein Fan. Also bei, keine Ahnung, so Kakteen oder so, ne, wo die Feuchtigkeit schnell raus muss, macht Sinn. Weil das Terrakotta... Soll ich dir was sagen? Ich habe mir doch bei der Botanica, weißt du noch, was ich mir gekauft habe? Auch bei Harmony Plants? Ja, war das nicht eine Aurea? Nee, eine Anthurium Regale. Ist auch tot. Sarah? Küsse gehen raus. Guck mal, weißt du, wie ich gerade gelästert habe? Das hast du in so scheißer Zeit geschafft. Man ist tot. Du hast richtig verdrängt, dass dir das jetzt erst wieder einfällt. Ja. Ne? Danke, Sarah. Für den Reminder. Super. Können wir gleich abbrechen jetzt hier. Nee, ich muss sagen, ich habe das, ich schäme mich. Ja. Also das habe ich auch noch nicht verarbeitet. Okay, ich wusste nicht, dass es jetzt hier so tief Nee, wird. Wirklich, jetzt bin ich gerade traurig. Okay, dann machen wir weiter. Wieder eine Regale. Oh nein. Hä, denn wie viele war das denn? Oh Mann, Leute, das war die zweite. Nee, ich habe wirklich geweint. Also da war ich wirklich traurig, weil ich habe mich so über die gefreut. Was meint ihr, werdet ihr alle Mails schaffen? Nee. Schätzelein. Schätzelein. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade sauer. Aller gute Dinge sind drei. Warte, Moment. Die zweite E-Mail kommt ja noch mit dem Ficus-Triangel. Ach, das, was hat sie nochmal gesagt? Warte, was hat sie nochmal gesagt? Elendig Viech. Nein, warte. Ah, ich will nicht gucken. Ich gehe nochmal so zurück. Warte. Ist ja auch ein Zeichen von irgendeiner Gottheit, dass ich das Zipfelchen Elend. Okay, warte, ich zeig dir das Zipfelchen Elend. Das ist doch, also ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen soll. Sarah. Mein Sarah. Also es ist ja schon kein Zipfelchen Elend mehr. Das ist ja einfach nur Elend. Das ist Lufthauch. Weg damit. Hallo, Mann, lass mich das kurz enjoyen. Enjoyen? Warum behältst du das noch? Pflanzenpanda, die kommt noch mal, ganz bestimmt. Also ich bin gerade wieder an dem Punkt, wo es mir leid tut zu lachen. Weil, Sarah, warum hast du das dann noch so nach? Also, let it go. Ja, let it go. Ramona. Ramona! Hallo. Ramona kennen wir auch aus dem letzten Rose. Ramona. War das nicht eine der Angeberinnen? Wo seid ihr? Ramona. Weiß ich nicht. Die Energie changed hier. Warum? Wie changed sie? Schlecht? Was wollt ihr alle von mir? Ja, wirklich, was ist eigentlich aus deiner Alocasia variegata geschehen? In Klammern, die alle Blätter verloren hat. Weißt du, keep your questions to yourself. Ich will nichts sagen. Weiter bitte. Die Energie changed. Ja, irgendwie. Ja, wirklich, jetzt werden wir geroastet. Erst haben wir uns geroastet, jetzt werden wir vom Chat geroastet. Was ist das denn, ey? Könnt ihr bitte meine machen? Ich habe ein Gedicht geschrieben. Ach, ich will du das, Scheiße. Ich will das lesen. Ja, Ramona, machen wir das Gedicht. Okay. Hello, hello. Mein Groton? Ein Groton? Mein Groton hatte, glaube ich, eher keinen Bock auf die Umstellung von Erde, Sieg, mineralisches Substrat. Mal schauen, ob er es durchzieht mit dem Sterben oder ich es aussitzen kann. Ich halte dich auf dem Laufenden. Liebe Grüße.
Was war das? Ein Kroton? Was ist denn ein Kroton? Meinst du Kroton? Kroton? Skrotum? Skrotum? Ich weiß, was das ist, ne? Ja, das ist, aber ich weiß. Ist das nicht eine Feige oder was? Das ist doch immer so. Ich meine, die Feigen einfach plötzlich so entscheiden. Und dann ist alles weg. Ja, Mann. Weiß ich nicht, wie sowas normalerweise aussieht. Okay, warte, Gina. Guck mal, Gina. Ja, Jeanchen. Jeanchen, Jeanchen. Wo bist du denn? Boah, wie viele? Okay. Gib mal oben ein, sonst, Gina. Ah, Technik. Warte, ich schwitze. Plant Roast mit Gedicht. Ah, wow. Okay, jetzt müssen wir get into the mood. Kann ich bitte dieses Fenster aufmachen? Ja, natürlich. Kannst auch die Küchentür aufmachen, wenn ich muss vorbei, aber ich habe nur noch eine Hose. Schnell setz dich! Action! Mission! Hier kommt nichts an, oder? Nee. Sad Story, ne? Ja, okay. Ja, nee, ich habe mir das gekauft, ne, auf schnell, weil ich dachte, Ananas. Auf schnell. Ananas und Wassermelone. Denkt man doch, ne? So diese, das ist Honigmelone. Und ich habe dich doch genau in dem Moment gefragt an der Kasse, ob du Honigmelone magst, weil ich eine zu Hause habe. Ja, ich kann kotzen. Honigmelone. Ich mag generell keine Melone, aber da bin ich immer der einzige Mensch, der überhaupt keine Melone mag. Ich dachte, safe, das wäre Ananas. Quali ist unterirdisch, leider. Ich habe das Gefühl, hier sind manche Trolls unterwegs. Ist echt Müll, leider? Hä? Ich glaube, das liegt an euch. Die, ja, ihr meint die Qualität der Plants. Nee, ist gerade echt schlecht, aber es kann echt sein wegen Gewitter, ja? Ja, ist wegen Gewitter, ja. Digga, du bist... Ja, sollen wir jetzt warten, bis das jetzt... Also ich will das schon, dass das Gedicht hier auch geehrt wird. Trag mal das Gedicht vor. Ja, aber ich will nicht, wenn schlechte Qualität ist. Das muss man ja nur hören. Es schwankt etwas mit der Qualität. Ja, mit meiner Mut auch, okay. Okay, Digga. Okay, lies vor. Lies. Oh, Frank. Du hast dich vorhin, ne? Ist das schlechter geworden, weil ich die Tür aufgemacht habe? Darf ich jetzt zumachen? Soll ich mal zumachen und gucken? Aha. Was war mit Ja in Hose noch gleich? Da ist ein Loch drin. Es ist jetzt besser, die Qualität. Aber das wäre doch. Nee, das wäre doch weird, wenn jetzt deswegen. Sieht lecker aus. Was? Das Meine Loch in der Hose oder die Melone? Boah, Fanka. Raus. Oh, das ist richtig schlecht. Ja, dann können wir das Gedicht doch nicht vorlesen, das ist blöd. Aber hört man uns denn gut? Weil hier war vorher auch schon kacke. Oh, dann geht doch. Okay, was ist denn das wirklich für ein Energy Change? Also, das ist ja wohl nicht unser Problem. Hey, ja, das war doch einmal. Nee, immer noch verpixelt. Oh, Leute. Ton ist gut. Ja, gut, dann trag bitte mal das schöne Gedicht vor und dann machen wir erstmal ein paar Fragen, bis es wieder gut ist, ne? Ja. Und dann. Nehmen wir uns hier die Zeit für euch, ja? Ich habe für 5 Euro einen Hotspot gekauft. Quali ist trotzdem nicht gut, ihr könnt wieder weiter lüften. Ja, ich gehe jetzt auch. Weil die schlechte Energie hier rauslassen. Also heute habe ich das Gefühl, in unserer Beziehung ist irgendwie der Hapert. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist Jupiter gerade im Saturn schlecht. Du schämst dich schon wieder für mich, ne? Ich sehe das. Heute sind nicht so. Ich bin für die Dad-Jokes. Franka, mach das Gedicht. Also, ganz ruhig hier auf den Berlin-Plätzen, ne? Sag mal, was ist denn? Hast du die nicht im Griff, oder was? Sag mal, wie reden die denn hier? Jetzt mal ernsthaft. Leute. Ja? Franka, los.
Also ich mache gleich gar nichts mehr. Ich mache gleich absolut gar nichts mehr. Franka, los. Daddy Franka. So, wenn dann ja wohl Mommy. Hier, komm. Vor allem mit K, Leute. Also es ja, wird besser drauf haben mittlerweile, ne? Kann ich jetzt das Gedicht hören? So. Franka, lies vor! Oh mein Gott, Nadine, ne? Nee, mal, sorry. Ihr kennt sie auch nicht, weil jetzt macht sie es mit Absicht nicht. Habt ihr euch selbst erkannt? Oh, ja, das ist jetzt ein Roast. Franka, was erwartest du? Die Community ist immer so wie der Content Creator. Wir sehen doch, wie Jai mit dir umgeht. Dankeschön. Dankeschön, Pflanzenpanda. Genau so ist das nämlich. Also, jetzt lese ich euch auch das Gedicht vor, weil ihr seid jetzt auf meiner Seite. Wisst ihr was? Ich dachte, wir sind Freunde. Ihr wolltet ja einen Holländer-Vlog, ne? Ja, ich glaube, den gibt es jetzt nicht mehr, oder? Ab heute kein Video. Du musst jetzt zu Franka gehen. Ja, okay. Take it. Also, ist, jetzt, ist die Energie jetzt besser? Ich... Ich fliege die Fetzen. Ein paar haben das jetzt schon ein paar Mal geschrieben, ne? Die haben richtig Bock. Ich glaube, ihr seid. Die wollen das, ne? So, also, um jetzt wieder ein bisschen. So, Gina. Gina regelt jetzt. Gina ist jetzt hier der Mediator. Ja! Du verschluckst dich gleich noch. Dann ist deine Aufgabe. Ich habe mich für euch verletzt. Frank erzählt gleich bis drei Kinder. Ist so. Trotzdem wieder mit K. Eins. Ufer zeigen, Franke. So, jetzt haben wir es. Man muss sie einfach erziehen. Also, Gina. Hello, hello, ihr Lieben. Hier ist Gina aus eurer Community. Ich habe euch ein kleines Gedicht mitgebracht. Räusper. Love it. Ich liebe es. Okay, ich kann nicht. Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knabbert denn an mein Pflänzchen? Am nächsten Tag sehe ich nur noch ein löchriges Kränzchen. Wow. Oh, wie süß. Oh mein Gott, jetzt habe ich richtig Gedanken gemacht. Das waren bestimmt die Tripse, dachte ich mir. So ein nerviges Getier. Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's. War ich jetzt daran schuld? Ach nee, für solche Gedanken fehlt mir jetzt echt die Geduld. Selbst mein Einblatt fällt schon auseinander, doch meine Nerven bleiben beieinander. Das ist gut. Meine String of Hearts erst wieder zurechtgestaucht, ob die wohl wieder Wasser braucht? Meine Pink Princess hat all ihr Pink verloren und die Stecklinge sind im Wasser fast vergoren. Alter, das ist, ich kann gar nicht lachen, das ist richtig zu smart. Das ist super smart. Gina, das ist richtig geil. Danke, dass du uns noch Bescheid gesagt hast, dass wir es auf jeden Fall lesen wollen. Richtig cool. ob Therapie wohl nötig wäre? Ach nee, eine neue Pflanze muss her. Meine Alokasia, schon halb braun, lebt bald nur noch im Traum. Meine Adansoni ist halb umgekommen, aber ich bin mir sicher, die wird nochmal wiederkommen. Nur Jael und Franka können sie jetzt noch retten, doch die liegen faul in ihren Betten. Ich gehe! Nun schließen wir unsere Wetten. Welche Pflanze die beiden als nächstes plätten? Sie wollen unsere Pflanzen roasten und hoffe, sie werden mich nicht ghosten. Und die Moral von der Geschichte, sucht euch Hilfe für eure Probleme, denn Pflanzen können das nicht. Ich das kann ist der Hammer. Ich kann gar nicht. Das ist ja der Hammer. Liebe euch Leute, hier noch mein flotteriges Einblatt an ihre Kinder, die beim Umtopfen immer rausfallen. Gina. Gina, du bist eigentlich der Hammer. Du solltest Lyrikerin werden. Ernsthaft? Ist das so Lyrikerin? Das war, ich kann mich gar nicht, wow. Also, ja, ich muss, sorry, ich habe jetzt schon in die Bilder reingeguckt. warte, ich will so, Du bist sehr talentiert. Ja, du bist sehr talentiert, aber dein Einblatt sieht doch Timmy-Tobi aus. Dafür war das auch ein bisschen dramatisch. Ja, ich würde auch sagen, du bist nur Krebs. Du bist ein Krebs. Naja. Drama, Drama, Baby. Das hat mich berührt. Ja, Mann, mich auch. Das Gedicht ist wirklich der Hammer. Ja. Das ist wirklich geil. Aber sieht man die Bilder? Ich kann die Bilder gar nicht. Das ist voll kack. Ich kann. Sieht man nicht so gut? Es ist echt verpixelt. Oh, ja, aber hier ist auch einfach nur grün zu erkennen. Also, dieses ist wirklich voll okay. Ja. Ich bin Krebs!
I'm so good. Ich musste es, oh yeah. Sie ist nämlich auch Krebs. Ihr habt ja den Abend bisher erlebt. Weißt du was? Ratet mal, was das ist. Was? Achso, was? Ja, du! Ich bin heute auch echt krebsig. Ja, ist nicht schlimm. Passiert. Okay. Also wir können einfach bei Gott diese Pflanzen nicht roasten, weil das geht nicht. Nee, Gina, ist voll okay. Das so ein Hammer war. Das war super. Skorpion. Also, nee. Mhm. Nee, aber ist aber schon nah dran. Jungfrau, nee. Oh, einer war richtig. Wir haben das aber auch schon mal gesagt in einem Video. Ja, aber Marco ist richtig. Mhm. Schütze. Und auch Krebs. Ja, Krebs sind auch best superior. Also sie scheinen sehr kreativ zu sein auf jeden Fall gerade hier. Ja, das Gedicht ist wirklich richtig. Ja, cool. Unglaublich. Ich würde das irgendwo einreichen. Ja, kann man das irgendwo einreichen? Das ist wirklich das ist mega wirklich nice. Mega Mann. Funny. Alter Falter. Das ist wirklich sehr. Also, das werde ich mir nochmal in Ruhe durchlesen. Ich freue mich auch, ja, wenn ich werde diese Stelle, glaube ich, auch nochmal vom Livestream so gucken. Ich glaube, das ist funny. Das ist mega mit dem, das noch mal. Ja, ja. Ja. Okay, sollen wir jetzt einmal von einfach irgendwo drin noch? Ich will jetzt mal wirklich eine schlimme. Ich würde. Ja, aber da muss ich mir die vorher angucken. Ja, dann guck. Okay, dann guck ich vorher. Ja, aber erzählen, lies ein bisschen vor. Habt ihr noch Fragen? Ja, habt ihr Fragen? Wolltest du mich eh ein bisschen geht ihr wieder, ein bisschen besser geht als? Ihr wieder zur nächsten Botaniker machen? Ja, ne? Ist sie im September? Kannst du nicht? Ach, möchtest du mich gerne da haben? Oh, jetzt komm. 30. September. Ja, doch. Ich werde schon. Das ist Samstag wieder, ne? Gehe ich mal von Haus. Ja. Doch, aber dieses Mal machen wir das anders. Wir fahren nicht morgens hin. Wir werden vor Ort irgendwie übernachten. Ja. Also dieses Mal ein bisschen anders. Okay, Annika. Okay. Hallo Girls. Danke für die sehr unterhaltsamen Videos und den lustigen Umgang mit den ungeschönten Seiten des Hobbys. Meine Piper Sylvatica. Oh. Ja. Macht jetzt voll das Drama. Ja. Sie ist auch Krebs wahrscheinlich. Nur weil ich sie circa 2 Wochen aus Versehen in ihrem Übertopf habe schwimmen lassen. Also, okay, Moment hier mal. Aus Versehen schwimmen lassen? 2 Wochen? Ja, aber auch so, ja, und jetzt macht sie Drama. Ja, da würde ich auch Drama machen, Alter. Ja. Wenn ich 2 Wochen in so einer Badewanne irgendwie gefangen wäre, wenn ich rauskommen würde. Ja, berechtigtes Drama, Alter. Sollte mal froh über die Abkühlung. Also entschuldige mal, wie redest du eigentlich? So sollte mal froh sein darüber. Nee, sie darf Drama machen. Sollte mal froh sein über die Abkühlung bei der Hitze. Stattdessen wirft sie alle Triebe und Wurzeln ab und tut so, als würde das Ende nahen. Nee, ich finde das Gaslighting. Du bist sehr sassy. Das ist Gaslighting. Das ist Gaslighting von der Piper Sylvaticum. Das ist doch, also entschuldige mal. Warte, stopp, was hat sie noch geschrieben? Kämpf, Piper. Ne, hätte ich auch keinen Bock mehr. Kämpf, Piper? Ja, so, oh, Kämpf. Ja, aber wenn du so schon... Du bist voll gemein. Ja, du bist voll gemein. Annika. Aber abgesehen davon... Was wolltest du gerade sagen? Ja, abgesehen davon finde ich die jetzt... Was? Also meine... Ja, die ist tot, aber was... ist gut. Die ist immer in grün und hat 2 Blätter. Das tote Viech da. Andere Seite. Ja, vielleicht ein Nagel. Nee, die sieht schon wirklich schlimm aus. Aber nee, finde ich nicht okay, dass du gemein bist. Nee, finde ich auch. Da würde ich auch sterben. Ja, nee, die Pflanze gemein. Nee, man kann Annika roasten. Mit der Pflanze. Du was? Ja, man kann Annika roasten, aber nicht die Pflanze. Oh. Ich muss kurz Akku anschließen. Ja, yes, Bad Ray. Ey, ohne Witz, nee. Was? Ich habe doch hier... Das ist doch ein Witz. Was ist denn jetzt die Peperomia stehen, ne? Für ja. Dings... Die sind abgefallen. Ich schwöre, das sind Peperomias. Die stand auf dem Boden. Die ist nirgendwo geht. Das sind Peperomias. Ich habe keinen Bock mehr. Franka, die stand hier nur. Und diese, ja. Die hassen uns. Das ist das. Die haben sich verbündet als Pflanzenart. Und jedes Mal, wenn die bei uns in die Nähe kommen, fallen die einfach Blätter. Die stand hier nur. Okay, hier ist eine Frage. Okay. Achso, sag doch mit deiner alles Glücks. Das Loch ist im Wash. Das Loch ist im Wash, da kommt man schon. Da muss ich hören. Sorry. Was ist nee, sind jetzt wieder gemein. Ja, ich lese nicht vor. Dann. Lies vor. Lina, wir wollen das ja. Nein, ich halte den Chat zu.
Wogegen? Weil deine die Pflanze bei deinen Füßen stand. Okay, ich hätte gedacht, das nimmt dich jetzt mit. Warum mögt ihr keine Blühpflanzen? Wow. Ich muss tatsächlich sagen, ja, ich mag das auch nicht so, aber, also diese Farben, aber draußen schon. Also halt drinnen nicht so gerne. Ja. Aber auf dem Balkon oder auf der Wiese natürlich richtig schön. Ja. Die E-Mail ist oben angehängt, aber wir wissen auch nicht, ob wir überhaupt alles hinterher kommen. Es ist schon 21:30. Wir wollten eigentlich nur bis 22:00 heute streamen. Sonst scroll mal ein bisschen hoch wieder. Ja, genau. Ich scroll jetzt tatsächlich mal ein bisschen hoch und werde einfach mal so random Sachen rauspicken. Guck mal. Hier, langer Text. Abby. Hallo ihr zwei. Nachdem beim letzten Mal ja so viele repräsentativ schöne Pflanzenbilder eingeschickt, in Klammern, und der Zweck der Veranstaltung damit verfehlt wurde, hier mal was wirklich Hässliches. Okay. Obwohl nachher gegen Ende waren auch wirklich nur noch Stiele, ne? Das war wirklich sehr mal lustig. Ja. Die Dame wohnte seit zwei in Worten zwei das hat ausgeschrieben. So, Jahren bei mir. Kam mit Wurzelläusen. Was sind denn Wurzelläuse? Das ist Wurzelläuse? So Wurzelfäule oder? Okay. Wurzelläuse, das habe ich noch nie gehört. An und oh Gott, hat das Bad in Wasserstoffperoxid nicht besonders genossen. Ja, das will ich auch nicht hingehen. Naja. Die darauffolgenden 6, in Klammern mehr so 12, sind wir ehrlich, Monate hat sie in einer Propbox verbracht und all ihre neuen Blätter erfolgreich an die Seitenwände und den Deckel geklebt. Kam sie mit erneut blattlos aus der Kiste. Und was? Sie hat ihre Decke, also an Deckel so und so rangeklebt. Genau, und wurde dann, weil sie die ja wahrscheinlich so rausreißen musste, ist das dann wieder abgefallen, ne? Kiste wohl zu klein, muss sie also ausziehen. Hilft ja nichts. Also rausziehen wahrscheinlich. Mm. Und seither sieht sie so aus. Genau so. Kein Millimeter Wachstum. Nichts. Nada. Niente. Aber die Olle stirbt halt auch nicht. Also zu schade für die Tonne? Fragezeichen. Okay. Vielleicht kann ich ja in einem Jahr oder zweimal von einem neuen Blatt berichten. Modus. Und ich schwöre, der Rest meiner Pflanzen sieht weniger scheiße aus. Also die meisten. Have fun making fun, Abby. Love it. Abby ist richtig cool. Ja, ich bin jetzt richtig gespannt. Was sollte es immer sein? Oh Gott, warte. Warum vergessen wir das? Ich weiß nicht. Also, nee, sie hat, glaube ich, nur die Dame geschrieben. Nicht am Anfang? Nee, guck mal, sie hat wirklich nur, ich halte es zu, nur die Dame geschrieben. Okay, da bin ich gespannt, ob wir es erkennen. Das ist so eine, die ich habe, die habe ich auch. Oh nein. Die haben wir auch. Ja, diese Schismatoglossus valici. Die habe ich doch auch. Meiner geht es tatsächlich gut. Echt? Ja, das musst du jetzt nicht. aber krass, seit 2 Jahren. Aber seit 2 Jahren, das ist weird, ne? Wenn die Pflanze seit 2 Jahren... Nee, warte mal, sie ist seit 2 Jahren. Doch, seit 2 Jahren, das ist nicht so richtig. Was warte, passiert? Das war die ist gekommen. Eine Emo-Pflanze. Ja, Mann. Die ist gekommen mit was für Läusen? Mit Wurzelläusen. Hier hat auch jemand geschrieben, Wurzelläuse sind wie Wollläuse, nur eben an den Wurzeln ekelhaft. Ja, das klingt doch echt. Aber die sieht für mich einfach aus, als müsstest du da jetzt einmal eine richtige Kur reinhauen. Oder halt richtig gut düngen. Jetzt. Meinst du? Ja. Meinst du? Ja, obwohl, weil, vielleicht sterben die Wurzelläuse doch dann auch nochmal ab. Aber die scheinen ja schon los zu sein. Ja, die nein, weil das hat sich jetzt für mich so angehört, als ob die einfach Oxid da... War die damals auch so teuer dann, vor 2 Jahren? War das da noch so eine teure Pflanze? Oh ja, das kann ich. Frage ich mich auch gerade, weil was hatte denn deine gekostet? Weißt du noch? Weiß nicht, irgendwie 15 oder so. Ja, okay. Vielleicht war das damals dann auch so eine etwas teure, weil ich finde, die kennt man noch nicht lang, ne? Das ist nicht so eine typische Plant. Irgendwie ist das heute nicht so lustig. Ich habe irgendwie sehr viel Mitleid heute. Ich muss auch sagen, irgendwie... Die Energy hat gechanged. Die Energy hat gechanged, Leute. Wenn ihr mich hier so hasst. Oh ja, ihr, Alter, jetzt. Also. Bam. Ich mache jetzt einfach mal... Ich will jetzt mal wieder so ein paar Sad-Stängel sehen.
Ja, ich muss sagen, bisher habe ich gefühlt, alle nee, hatten noch ein Blatt dran. Ja, die war, also außer vorhin hier bei Sarah, diese elende Stummel. Okay, Abubu. Achso, Felix. Entschuldigung. Hallöchen, meine Lieben. Ich habe letztens herausgefunden, dass zwei meiner Syngonien Wurzelfolle haben. Wie man sieht, Bild 1 und 2. Meine Queen hatte ein kleines Schlamassel mit ihrem Blatt. Aber sonst geht's ihr gut. Sollen wir weitermachen überhaupt? Nee, willst du die anderen sehen? Die Syngonies. Sind die gut? Warte, ich muss gucken. Du hast halt Ableger abgeschnippelt. Ja. Ja, aber da kommen noch Wurzeln. Ja, da kommen noch Wurzeln. Warte, ich will kurz zu Ende lesen. Bla 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 bla. Ist die Quali jetzt eigentlich besser? Botaniker war geil mit euch. Felix, ja. Was ist denn mit dem Dog? Nee. Was, aber ich will die andere noch mal sehen. Die Queen. Oh ja, meine sieht aus. Ja, das ist scheiße mit dem halben Blatt, ne? Ja. Aber meine kriegt jetzt einen neuen Austrieb. Also das heißt ja noch gar nichts. Die Anthurien sind so, die kommen aus der Natur, wisst ihr? Die ganzen Pflanzen, die kommen aus der Natur. Nee, tatsächlich sind das auch welche dieser Pflanzen, die in der Natur nie perfekt aussehen. Also wirklich richtig im Dschungel drin rein, sehen die auch nicht so aus. Also die sind von der Art her crispy. Das ist nicht sehr ruhig. Erzähl doch. Stark verpixelt, scheiße. Warum ist so glatt? Ja, weil ja in der Natur nichts perfekt aussehen. Nee, weil die Leute immer alle sagen, meine sieht so crackig aus. Nein, einfach, das ist aber auch einfach nicht wahr, weil bei wem sehen die denn so perfekt aus, Alter? Nee, und das was ich halt sagen wollte, meine kriegt jetzt einen komplett neuen Austrieb. Also das heißt, nie gleich sofort irgendwie wegschmeißen. Also deswegen sagen wir, wir wollen hier die Stängel sehen, die wirklich sad sind. Weil wir sind so eine Menschen, wir lieben das eigentlich auch, wenn Pflanzen noch ein bisschen so natürlich aussehen. So diese richtig perfekten. Das wilde Verwucherte auch. Und diese so richtig perfekten mag ich manchmal gar nicht. Deswegen mag ich ja die Bölle Marx halt so gern. Weißt du, weil die ja immer die so ist richtig so bam, 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 so und keine Ahnung. Ja. Also okay. Ich mag das auch. So, Juli. Okay. Justins müssen wir gleich gucken. Okay, Justin müssen wir nicht gucken. Aber erstmal Juli. Oh Gott. Hallo ihr Mäuse. Ich muss sagen, fast alle meine Planties sind wohl auf. Wenn es schon so anfängt, die Nachricht. Nee. Aber? Okay. Aber ich habe das Ding hier. Das hier ist eine Adansoni, in Klammern gewesen. Die habe ich damals bei Pflanzenkölle gekauft, weil ich keine Ahnung hatte und dachte, sie hätte eine Variegation. Ich wollte halt ein super duper Schnäppchen machen. Okay, das ist funny. Das kenne ich. Wenn man Pflanzen shoppen geht und dann ist da eine Pflanze und da ist so ein bisschen so ein gelber Spot und du denkst halt so, oh mein Gott, ist das eine variegierte Zebrina oder so, weißt du? Und dann denkst du, oh, die kaufe ich jetzt, oh mein Gott, die ist bestimmt 800 Euro wert oder so. Und das war einfach gammige, so eine gammige Scheiße so. Naja, hat sich herausgestellt, dass sie das Mosaikvirus hat. Jetzt hat man einen Namen dafür. Danke. Mosaikvirus. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber macht doch total Sinn. Voll. Das ist voll der schöne Name. Das ist voll schön. Ich hätte auch gerne Mosaik. Hast du doch. Das sage ich jetzt aber, wenn jemand einen Ansatz hat. So ein kleiner Mosaik-Virus. Also. Tschüss, Nadine. Aber das ist ja kein Mosaik-Virus mehr. Also, das wäre ja mehr. Schätzlei, da bist du aber ein bisschen drüber. Ja. Ich weiß, was sollte das nochmal sein? Warte, was? Und die hatte Variegation? Wo war die denn mal? Schnäppchen. Wo war die denn mal? Was war denn also, das? Also, das ist ein Anhänger. Ich dachte, das ist so ein Blatt, so ein, weißt du? Ja, aber was war denn das jetzt? Eine Adansoni. Eine Adansoni. Ja, gut, die haben auch nicht so schnell Variation. Dann sind wir aber in den Tausenden. Ich kann dir empfehlen, stell sie über dein Herd.
Sorry. Ja, dann geht's gut. Mein über meinem Herd. Ja. Geht's gut? Okay, ich will die von Justin sehen. Okay, 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 warte. Heißt, ja, ist es der? Ist ja nicht sad jetzt. Ist es? Was war das? Nee, denn? Das ist doch nicht Justin dann, warte mal. Warte mal. Justin LP. Ja. Zeig das bitte. Was soll das? Aber bist du das? Oh, bist du das, Justin? Ich habe zwei geschickt. Ja, ich hoffe, du hast zwei geschickt, weil dit ja ist ja jetzt im Book. Dit ist ja im Book. Du das? Aber ich finde auch die andere E-Mail nicht. Justin. Wonach sollen wir denn suchen? Los. Dreimal dürft ihr raten, was für einen Befall ich habe. Liebe Grüße. Das okay. Ist von jemand anderem. Ein neues Spiel. Nein. Das ist eine Schale mit den abgeschnittenen Blättern. Oh. Nein. Guck. Aber das sind doch ganz... Nein, Tripse, ne? Ja. Scheiße. Die Schuhe. Oh, das ist richtig toll. Allein dieser... Oh, Eimer voll Blätter. So weh. Das ist fast schlimmer als so eine, weißt du, so eine verrottete braune Pflanze. Wenn du diese frische. Da waren ja dann auch richtig viele verschiedene, ne? Guck mal, das ist Stingray, das ist Skandens. Ja. Oh, Scheiße. Das ja. Kann ja nur. Tripsy, ne? Ja, die Birkin sieht man, ich finde, das sieht nach Trips aus. Das habe ich noch nie gesehen. Also Justin schreibt, er hat einen Avocadobaum und ein Monstera-Blatt geschickt. Ja, das Monstera-Blatt, was wir gerade gesehen haben, das war ein perfektes Monstera-Blatt. Ja, was willst du? Vielleicht will er so eine Avocado noch präsentieren, wie die gerade Früchte trägt. Also wir haben tatsächlich nur eine E-Mail hier drin. Ja, wir haben nur eine E-Mail. Spontan noch einen Salat machen. Genau das dachte ich. Ey, das sieht wirklich ein schöner Rucola oder was Alter, ist das? Da stirbst du aber auch, ne? An so einem Salat, Alter. Bisschen Dressing an der Lipdart. Da musst du aufpassen. Da. Oh. Haben wir noch nicht, dass du nachher noch in Andis Horrorfilm Andi hat geschrieben von, ich habe es gesehen, er bringt uns zur Botaniker ein mit. So ein Kunstwerk? Kleine Kunstwerk. Nee, weißt du, was der macht? Mit seinen Salzdingern, Salz. Aus das macht er sich für Bewirtung. So ein Salzteig. So. Dann, wenn du das machst und dann sterbe ich an Gluten, dann. Das ist ein Problem. Oh mein Gott, Alter. So. Tripse, ne? Naja. Ja, Tripse. Okay. Hallo. Hier meine aktuellen Trauerfälle. Eine Alocasia Silver Dragon und eine Calathea Rattlesnake. Beide haben den Winter überlebt, aber wollen jetzt, wie es aussieht, in den Pflanzenhimmel. Halleluja. Kriegt viele Grüße aus Bayern. Ja, das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Praise the Lord. Damit wir uns nach alle besser eineinhalb fühlen. Stunden kriege ich mal endlich was. Alle anderen hatten doch wirklich, ja, bis auf die Dinger da. Ja, ein paar gab es. Aber Andi bleibt mir immer noch im... Das, heute Andi hat es heute Nacht um drei. Ja. Ich würde nicht denken, Andi ist so. Ja, danke. Das so, ist mal... Das ist genau das. Ja, sieht auch scheiße aus. Sieht auch scheiße aus. Geil. Oh ja, das wollen wir sehen. Das ist richtig. Oh mein Gott. Ja. Danke. Ja, danke. Danke, mein Schatz. Mir geht es besser. Yep. Ja. Das war schön. Das war original das. Mhm. Aber wirklich, wirklich oh mein Gott, kennt ihr diesen TikTok? Du sagst, klopfst du an der Tür und dann sagst du, ich habe ihren Hund umgefahren. Und dann sagt sie, welcher Hund, wie sah er denn aus? Und dann ist so schwarz-weiß und sie so. tot. Och Mann, lass mich doch auch. Ja, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Du guckst kein TikTok. Ende Jokes. Ja, ich bin zu alt, ja, ey. Ich bin die Generation, die dann zwei Wochen später auf Instagram die TikTok-Videos sehen. Ist so, sorry, ey. Das ist schon. Was? Nein. Was? Nee, das sag ich nachher. Fang mach weiter. Mhm. Nee, mach. Okay.
Okay. Hey, ihr Lieben, leider habe ich es nur jetzt auf die Schnelle geschafft, ein paar meiner Sorgenkinder. Ich sage, was ich sage heute eben. Ja, El, weißt du, dann unterbrich mich doch nicht. Ja, dann sag doch nicht. Nein, weil das jetzt so, ich wollte dir jetzt machen, weil du gesagt hast, du siehst es dann erst 2 Monate später und hast gehört, dass die Queen gestorben ist. Aber dann dachte ich, das wäre voll. Das war so ein intrusive thought. Oh Mann. Alter, das ist ja sowas von dieser Welt. Für einen Ausdruck. Du Comedy Queen. So kacke. Ohne Spaß. Ich hab voll. Oh mein Gott, Jason, was ist das für ein Glück? Okay, warte, mach mir irgendwo ein Tuch. Oh, ich habe nur so Desinfektionstücher. Das war gerade. Der hat mich ein bisschen gebracht. Mit meinem gepoppten Auge. Oh, es tut mir so leid. Das war gerade die Situation, oh, wo man noch mehr lachen muss, wenn ich lachen darf, wie früher in der Schule. Okay. Okay. Was habt ihr da geschrieben? Wow. Was? Queen, nee, war das kannst du nicht vorlesen. Das ist voll, also. Muss ich das Kommentar melden? Das, ja, das ist ganz schön gemein. Oh je. Okay, weiter. Das ja, war okay, eine Tour, tut mir leid. Sind da Melone was drin? Okay, bitte. Also, hey ihr Lieben, leider habe ich es nur jetzt auf die Schnelle geschafft, ein paar meiner Sorgenkinder zu fotografieren. Oder könnte man es doch als Leichenhalle bezeichnen? Ey, das ist heute so eine komische Horror-Edition. Kannst du diesen Livestream bitte so Horror-Edition nennen? Oh, das ist, das ist echt dark heute. Auch dein Witz, ich meine, es ist alles heute sehr... Erstmal durchatmen. Ich habe so gehofft, ihr macht wieder einen Livestream. Na klar, Schwester. Und jetzt ist es soweit. Vielen Dank dafür. Ich mixe jetzt Erde und Töpfe und ein paar Pflanzen um. Und das war normal reden. Ich mag das sowieso. Okay, und gönne mir eben bei ein Gläschen. Ja, da war das Gläschen ja, schon drin. Ne? Prost! Frage, siehst du, wie mein Töpfe? Ich muss doch meinen Wortausdruck verleihen. Also, das ist so mit diesem Hintergrund, also als hätte sie das wirklich richtig gerne so in Szene, ne, gesetzt wollen. Ihr seid alle so kreativ. Auch ein Hund vorhanden dort in der Wohnung? Das ist ein sehr schönes Bild. Was hast du gesagt? Ein Hund ist dort vorhanden in der Wohnung. Soll ich mal deinen Decken hier rausholen, wo sag irgendwo mal ein Haar ist? Sag mal. Ja, wenn du hier die Leute so... Also ich muss sagen, irgendwie hat das Bild was. Also ich finde das gerade auch voll schön. Mhm. Also die Pflanzen sind sehr schön. Ja. Aber auf so eine weirde... Sogar 2 Hunde und 4 Katzen. So, ist ja wohl in Ordnung, wenn ich das wohl sage, ne? ich find das Bild irgendwie... Es ist ästhetisch. Sehr ästhetisch. Ja. Okay, next one. Das ist dann weniger ästhetisch. Zeig mir das bitte einmal. Diese Spinnenweben habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das sind so Spinnenweben, Spinnenmilben wahrscheinlich, ne? Ja, vielleicht sollst du die mal abstauben.
Boah, aber wo ist denn dann Pflanze? Ich check gerade gar nicht, was das ist. Ja, das ist so ein komischer Stamm. Das ist alles heute sehr gruselig. Ein Florida Ghost soll das sein. Also mit den Spinnweben finde ich ein bisschen, ne? Irgendwie ist das heute echt. Du hast doch Katzen, dachte ich. Wechseln können. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder da, now wo wir eigentlich hin wollten, ne? Aber. Now we are talking. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Rechtsbescheid mal sehen. Geil, den Ghost-Teil wohl zu ernst genommen. Aha. Ja. Ist halt so schlau. Ja. Das finde ich sehr schön. Sieht halt aus, sind typische, so diese Primenwurzeldinger, die man so einsetzt, einfach. Primeln, weißt du? Primeln, ja. Genau. Auch ein Florida Ghost. Sieht sehr ähnlich aus. Ja, ist dasselbe, ne? Alter, das sieht auch so creepy aus, weißt du, mit diesen Ärmchen, die so. Das ist heute richtig Halloween Edition. Das ist so dermaßen Halloween Edition. Siehst du ja, den Menschen? Ja, ich sehe den Menschen. Nee, weißt du, wie das von Tim Burton? Ja. Nightmare Before Christmas. Ja. Nightmare Before Christmas, ja. Das ist die Pflanze. Daran erinnert mich das. Das ist richtig Halloween Edition. Das ist so lustig. Und wisst ihr, was das Lustigste einfach daran ist? Ich mache morgen eine Party. Und das Thema ist halt Hexen und Zauberer. Und irgendwie passen heute die Pflanzen oder die ganzen Stories, weißt du? Irgendwie ist das heute creepy. Heute ist so, und dann ist noch Gewitter draußen und so. Irgendwie ist es heute echt so eine Halloween-Edition, Mann. Aber seht ihr, was wir meinen? So, hier ist so der Körper, die Arme und die Beine. Ja. Sieht sogar so aus, als ob die Beine überschlägt. Immerhin ein bisschen Stil. Gibt's noch was? Also ich glaube, oh, aber der Rest ist voll schön. Der Rest ist richtig schön. Don't care. Das ist radikal. Ja, das ist nicht so schön. Das ist traurig. Aber du musst da auch Wasser ins Glas packen, ne? Aber was? Also, die braucht schon Feuchtigkeit. Sie so, nee, Mann. Ohne Witz, das ist so ein Bild, wo du richtig siehst, sie hatte einfach keinen Bock mehr. So, ja, okay. Mach jetzt noch ein Foto und das war's dann, ne? Aber guck dir mal im Hintergrund so. Sorry, das jetzt kurz mal. Das. Aber. Ach, was also wird über. Oh. Bild. Was da wird überbewertet, ja. Die ist thirsty gewesen. Mehr wollte die nicht. Mann, drop. Ich glaube, das ist das traurigste Bild, was ich hier gesehen habe. Ja, weil das halt so richtig, man sieht darin, alle dass sie keinen Bock mehr hatte. Ja, aber auch so alle versuchen, so ein Scheißblatt noch in so ein Wasserding. Ja. Ich kriege Depressionen. Ja, definitiv. So, irgendjemand hatte eben noch geschrieben, bevor sie schlafen geht. Mhm. Bist du noch da? Entschuldige bitte, dass wir das nicht rechtzeitig. Oh, was denn, Ben? Hier, ich wollte gleich ins Bett. Könntet ihr noch meine machen? Anturium Villanueva. Aber wie ist der Name gewesen? Hier im ah ja, ist noch da. Ja, hier, Doro. Doro. Ich mag den Namen. Ich mag Doro auch voll gern. Wie bei Animal Crossing. Ja. Und war das nicht auch, warte mal, nee, wie hieß die, bei Türkisch für Anfänger nochmal die Mutter? Doris. Doris. Aber könnte auch Doro sein. Ja. Ja. Oh nee, Villanueva oben bin ich ja traurig. Hallo, ich bin der Doro. Und auf dem Bild sieht man meine Anturium Villanueva. Sie soll ja einfach. Was? Sie soll ja so einfach sein, aber 3 Monate nach dem Kauf fing es an und die sieht jetzt seit einem Jahr so aus. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, wegwerfen will ich sie aber auch nicht. Na. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende in Doro. Autschi! Franka! Autsch! Das ist wieder dein. Ja, ja. Ich kann nicht. Das ist ja jetzt. Das catcht sie. Das catcht sie. Mich catchen ja vor allem diese abgefressen. Hast du auch 2 Hunde und 4 Katzen? Hast du Hunger? Hast du kleines Hungerchen? Inflation hat zugeschlagen. Oh, du bist ein Dad, Franka. Du bist so ein Dad. Oh. Ja, ist so. Oh, oh je, nee. Also, diese...
kleine Ärmchen einmal, Alter. Genau, das ist wie die letzte Mal. Und, help. Oh no. Clear. No. Oh, no. Oh, Jemini. Ah, diese Bilder kriegen mich immer. Ja, ja, ja. Diese Zipfel. Da passiert sehr viel auf diesen Bildern. Es sieht einfach so doof aus. Ja, Mann. Und es ist so süß. Und es sieht wieder aus wie Whisky. Ja. Wirklich der letzte Hilferuf. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich lach mich. Bam, an. Bam, bam. Ja. Er ist richtig traurig, ich werde richtig traurig. Aber wieso ist sie denn so abgefressen da? Ja, was ist denn da passiert? Doch, doch. Okay, schlaf schön. Danke, dass du da warst. Ja, Mann. Gönnt euch eine schöne Mütze schlafen. Ja, wir müssen eigentlich auch gleich los. Ja. Habt ihr noch welche, die ihr dringend, dass wir die jetzt angucken sollen? Dann schreibt einmal schnell. Hier, Justin hat es jetzt nochmal geschafft. Mit der Avocado und der Monstera. Okay, ist es doch anscheinend. Ich sehe nur die kleinen dann war das ein anderes. Entschuldigung, dass wir dich schon vorher geroastet haben. Tut mir voll leid. Habe ich jetzt das Richtige geschickt? Ja, krass, guck mal, genau in der Sekunde da. Oh, sorry, ich wollte jetzt nicht. Das ist die Avocado. Ja, das ist Avocado. Ja. Ja. Und das ist auch roasted. Also das ist ja auch wirklich hässlich. Ich war schon sauer. Ja. Und das ist auch sehr unschön. Ja, das ist halt ein totes Blatt. Ist das alles, was übrig ist? Ist das anders? Bisschen traurig. Und diesmal ist das Bild verpixelt, Leute. Nicht wir. Nicht mehr. Ich kriege keine Folge. Ja, ich kriege schon Allergien. Ja. Annika müssen wir noch und Hanna. Annika mit zwei N oder ein? Mit zwei. Habe ich mir gedacht. Wir müssen auch echt gleich los. Ich kann nicht mehr. Oh nein. Und nochmal ich. Hier meine Piper. Ich finde, die geht doch noch, oder? Ganz viele Smileys. Liebe Grüße, Anni. Ich habe eben nur die kleine... Das ist übel. Annika! Das sieht echt gruselig aus, Mann. Das ist echt übel. Da ist ja gar nichts mehr. Nee, das ist wirklich Mist. Annika! Die ist heftig. Annika. Ja. Was hast du da denn hier mitgemacht? Ja, nix wahrscheinlich. Also das ist wirklich... Nee, da musst du mehr machen als nix. Die musst du verprügeln. Wie kriegst du denn das hin? Die sieht aus, als hätte die angebrannt. Oh, Annika schreibt aber hier im Chat, das ist zum Glück nicht meine. Ja, würde ich jetzt auch sagen, Annika. Ich jetzt auch sagen. Bei mir, die zu Hause bei mir steht auch, das ist nicht meine. Das ist von einer Freundin. Also die sieht wirklich angebrannt aus. Andi fragt, ob die aber einen Frostschaden hat. Das kann gut sein, ne? Sieht wirklich aus, so richtig Totalschaden einfach. Vollkasko. Vollkasko. Auf jeden. Och, Annika. Aber anscheinend haben Annikas ein Problem. Ja, irgendwie, ne? Ja. So, wer war noch? Hanna, ne? Nee, aber die richtige Annika. Das war die falsche? Ja. Ach, noch eine Annika. The right one. Ich vermute die. Livestream. Mhm. Ach, okay, jetzt bin ich auch mal dran. Hallo ihr beiden. Ich freue mich schon sehr auf euren Livestream gleich. Es wird bestimmt wieder lustig. Hier mein Beitrag dazu. Meine Monstera Citypicana rankte mal durch die Fabrikörvitrine. Internet ist weg. Internet hat wohl genug. Ja. Na toll, genau. Okay. Jetzt hängt das bei mir die Verbindung wieder ab. Scheiße. Und please tell us. Clear! Clear! No! Please tell us when you can see us. Ich guck einmal. Oh, der Stab hat mich gerade gekillt. Ja. Stängel, oh scheiße. Okay, ich glaube, man sieht uns. Okay, läuft wieder. Okay. Meinst du, wir sollen das damit beenden? Ja. Oder was sagt ihr? Da kam der Copyright Strike. Ich kann überhaupt nicht was dabei, aber gesehen hat man Bilder niemand.
Oh nein, da können wir Warte, was? Was? Warte, kann man hier hochscrollen? Nein, eigentlich ja hier. Ich kann behaupten, ich war dabei, aber gesehen hat meine Bilder niemand. Weil es gerade gehangen hat. Oh nein. Habt ihr das alles nicht mitbekommen? Oh nein. Habt ihr das nicht mitbekommen? Jetzt geht's wieder, ich sehe euch. Oder ein Blitz, der Blitz hat eingeschlagen. Hat man... Oh mein Gott, Annika, ich habe gerade geheult vor Lachen. Okay, ich zeige euch nochmal. Aber habt ihr den Text gehört? Kannst du jetzt halt auch mal... Das ist doch scheiße. Was ist denn das Letzte, was man mitbekommen hat? Eine Minute weg? Das ist aber, glaube ich, echt wegen dem Gewitter jetzt. Das ist wirklich so. Es hat richtig geblitzt. Ja. Weder gesehen noch gehört. Die E-Mail gesucht. Okay. Aber okay, nur damit du weißt, Annika, du hast mir gerade richtig eine herzliche Lache geschenkt. Ja, vielen Dank. Also, Annika, bitte jetzt aber wieder sagen, wenn es ausgeht. Ich habe jetzt hier nebenbei. Hallo, ihr beiden. Ich freue mich schon sehr auf euren Livestream gleich. Es wird bestimmt wieder lustig. Mein Beitrag dazu. Meine Monstera Certificana rankte mal durch die Fabrikörvitrine, circa einen Meter lang, und dann kamen die Tripse. Habe ich gesagt, das ist heute Thema. Und ja, ich weiß, nicht so schlimm, aber meine Alocasia Frydeck, meine erste Rarität vor einem Jahr gekauft für 50 Euro, habe die Rhizome wieder, das war das nicht so beliebt, wieder gezüchtet. Aber so happy sehen sie nicht aus. Alokasien halt. Bild von vor einem Jahr und heute. Ich mache jetzt einen leckeren Drink und freue mich auf euch. Liebe Grüße, Annika. Instagram, Musik mit K, Punkt und Punkt Pflanzen. Eine ganz neue Instagram-Seite. Go follow it now. So, dann, das war das Bild von der Frydeck vorher. Bevor. Eine sehr schöne Allocation Friday. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Also eine sehr, perfekte. Sehr schön. Für 50 Euro, ne? Ja. Und das waren die danach. Die danach. Da habe ich sehr herzlich gelacht. Dankeschön. Aber Respekt, dass du so viel geschafft hast aus den Rhizomen. Also das ist schon krass. Das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Also das ist schon krass. Aber ich finde die Blätter auf dem Boden sehr schön. Die ruhen sich ein bisschen aus. Die ruhen sich aus, die kommen schon wieder hoch. Dann war eben das Highlight eigentlich meines Abends, die wunderschöne Ja, und vor allem hast du mir eben noch vorher die Frydeck groß gezeigt. Und da dachte ich, das wäre die Frydeck. Genau, das war auch sehr schön. Ja. Aber ich hatte einen ganz herrlichen Spaß mit dieser Monstera Certificana. Ich hatte auch noch gesagt, dass... ich eigentlich nicht pessimistisch sein will, aber man sieht tatsächlich einen neuen Trieb, also wer weiß. Aber sonst habe ich Tränen geheult, deswegen. Ja. Annika, vielen Dank für diesen Beitrag. Das ist wirklich wunderschön. Ihr Freund hat die bezahlt. War mir zu teuer. Nein. Oh, hör auf, ich heule. Er steht jetzt immer traurig vor der Vitrine. Magst du Peperomias? Ja. Magst du, nee, eine Begonie haben wir noch. Wir haben noch eine Begonie. Möchtest du die haben? Ist abstrakte Kunst, wie bei Andi. Sehe ich genauso. Ich hatte es gerade vergessen. Nee, Andi, vergesse ich nicht mehr. Das ist so eingebrannt. Das ist richtig eingebrannt. Andi, wir lieben dich, aber das war gruselig. Das war super gruselig, Mann, aber es hat mich abgeholt. Aber die waren heute auch wirklich alle sehr gruselig. Das war Halloween. Ja, heute war wirklich Halloween Edition, Mann. City? Magst du Begonien oder nicht? Kannst du mich ehrlich sagen. Ja, wenn du Begonien magst, dann... Wenn die dann bei dir auch so aus... würden wir dir gerne einen zukommen lassen. Aber dann muss dein Freund nämlich nicht mehr traurig. Aber das tut mir richtig leid. Ja. Und dass er dann traurig davor steht. Oh, das ist dann noch mieser. Das ist aber auch gemein. Das tut einem eh schon weh, ne? Das ist auch Gaslighting. Willst du jetzt hier eine Beziehung zerstören? Nein. Nein, aber weißt du, dann... das mache ich immer so, da musst du sagen, dass er die wegschmeißen soll, weil ich kann das dann nicht. Aber wenn der schon, ich glaube, der ist viel depressiver deswegen, wenn der schon traurig vor der Vitrine steht, dann kann der die nicht noch wegschmeißen. Kauf doch eine neue, die sind nicht mehr so teuer. Und dann habt ihr die zu. Und dann sagst du, die ist wiedergekommen. Oh, das ist heftig, aber wie soll das kein Gaslighting.
Ich wollte sagen, wie soll die das so schnell wiederkommen? Das wäre wieder das Typische, wenn das Haustier stirbt und dann weißt du, statt Hund hast du eine Schildkröte und dann so, ja, die ist wieder geboren worden. Oh, wie bei Hauptmann. Ja. Oh mein Gott. Er findet Begonien toll, er steht auf hässliche, ausgefallene Pflanzen und er steht immer auf Begonien und ich sage, nein, ich mag die nicht, aber ich würde sie ihm in mein Büro stellen. Dann schicken wir dann die Begonien. Dann soll das jetzt warte sein. Warte mal, auch. Welche haben wir? Ohne Witz, das diese ist ja richtig hier, ne? Perfekt dann. Das ist doch eine ist ausgefallene. Ist das eine Begonie? Ist das natürlich. Nee, doch. Was soll denn das sonst sein? Das ist nämlich, das ist eine genau, Sabrina, das ist keine Begonie. Wir haben aber... Nee, die haben wir schon... Haben wir schon nee. Die ist schön, sagt Annika. Welche jetzt? Lieber die Trans... Dann haben wir die nicht gezeigt. Welche müsste? Warte mal, Andi hatten wir... Die hatten... War Andi ist die Nadine. Da unten, genau. Nein, nee. Das war Nadine. Andi war die. Ach, okay, ja. Hatten ja. wir Andi... Was haben wir für Versprechungen gemacht? Wir gucken das nachher nochmal an. Ja, bitte schreibt uns einfach ja, mal. Ja, ja, bitte schreibt mir nochmal. Ja. Also, Annika, welche möchtest du? Das zweite ist eine Peperomia. Ja, mein ja, Gott, das Leute. Das ey, jetzt seid mal froh, dass wir euch vercheckt. Lass mich überraschen. Ich schreibe dir bei Instagram. Okay, wir gucken nachher nochmal den Stream an. Mal gucken, wem wir was versprochen haben hier. Doch, Begonie war die Papa geil fand. Mit dem Hemd und so. Weißt du, diese Kohlpflanzen. Ja, ja. Das sind Begonie. Ja, sorry, mein Hirn. Ihr Peperomis. Nee, Begonias. Ja, aber das Tier, das ist eine Peperom. Das ist eine Peperom. Ein Peperom. Ja, Peperom. Okay. Okay, wir gucken uns das nachher nochmal an. Aber nicht, dass es... Ja, okay. Ja, dann kriegt ihr noch eine. Ja. Schreibt mir bitte einfach mal bei Instagram, wenn ich euch hier heute was versprochen habe. Ne? Ja. Gut, wir suchen jetzt noch eine richtig gute raus. Mhm. Ich gucke jetzt ein paar durch. Mach mal, please. Den Rest packen wir in Ordner für nächstes Mal. Ja, ist ja... Guck mal, wir sind jetzt auch schon wieder 8 Minuten drüber, aber wir haben ja dafür noch ein bisschen länger gebraucht. Ich habe eine schöne. Ramona. Ich liebe ist das Ramona. Wieder dieselbe Ramona? Ich glaube, es ist wieder die... Oder? Wahrscheinlich. Ich muss fast sagen, das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild von heute. Okay. Liebe, ja, liebe Franka mit K. Ja, gut. Dann. Franka wird mit C geschrieben. Mhm. In Klammern, sorry für die schlechte Qualität. Bildqualität. Unser Livestream heute, oder? Nee, von dem Bild. Aber es ist nicht schlimm. Dann kamen sie, die Tripse. Mhm. Aber sie wird wieder, ganz bestimmt. Ganz liebe Grüße und tolles Live, eure Ramona. Also wir erinnern uns an eine Thai-Constellation. Thai-Constellation? Mhm. Hat sie geschrieben, wie viel sie dafür ausgegeben hat? Mhm. Das ist großer Topf. Ramona, danke. Ich fühle mich besser. Ja, aber deine Thai sieht voll gut aus. Nee, aber weißt du, genau dieses Phänomen kenne ich. Dieses, wenn selbst der Stängel von oben vertrocknet. Und alles, was zurückbleibt, ist dieses braune Fitzerchen. Das ist. Und das wird wahrscheinlich auch beim nächsten Windstoß einfach. Ja. Ja. Das, der vertrocknete Schniepi da auf. Ew. Ja, ein Bild aus der Kategorie, das wird noch ganz bestimmt. Genau, hat sie auch geschrieben, aber sie wird wieder ganz bestimmt. Da steckt man nicht drin. Das ist so ein typischer Felix-Lobrecht-Spruch. Locker, Andi, Alter. Locker. Aber was heißt das, da steckt man nicht drin? Ja, das ist so ein, da steckst du nicht drin, da. Weißt du, so ja, da steckst du nicht drin. Nicht drin. Der Schnippi, der... Also, Thai Constellation. Hübsch. Ja. Wie groß war die mal? Wie teuer war die? Oh, sag lieber nicht, ey, tut mir noch mehr weh. Würde mich interessieren. Tut nur noch mehr weh, da. Wollen wir noch eine oder doch, wie sieht das aus? Wollen wir doch noch eine. Ich kann nicht aufhören, sonst musst du mich unterbrechen. Oh, ich habe noch eine schöne. Das ist jetzt wirklich die letzte. Nikos Platz. Was? Bisschen Salzteig und das wird wieder. Ey, heule, oder? Das ist doch jetzt auch, sorry, aber das ist doch jetzt so ein Meme mit diesem Salzteig. Ich schwöre, ich mache jetzt kurz Eigenwerbung, ja? Ich habe einen YouTube-Channel, wo ich bastel und so. Ich schwöre, ich mache ein Video, in dem ich irgendwas aus Salzteig mache. Das hat mich jetzt so gekehrt. Da werde ich auch meine vertrockneten Pflanzen stecken.
Und zwar so Salatschüssel-mäßig wie in dem anderen Bild. Und dann ist auch Kunst. Andi, schenk bitte Tutorial. Ich bin am DIY. Ja. Ein Übertopf aus Salzteig. Guck mal, das ist doch jetzt. Das ist doch, Leute. Ihr seid aber wir alle kreativ so gemeinsam werden, oder? Salzteig-Kunst. Also, allerletzte, okay? Und danach müssen wir los. Ich muss schlafen. Ja. Nikos Plans. Hallo, ihr Lieben. Das sind meine Planties. Das erste ist Philodendron verrucosum. Und bei dem letzten Pflanze brauche ich eure Hilfe, was das ist und wie heißt sie. Beim letzten Pflanze? Ich habe sie als Einblattableger bekommen. Mhm. Und seitdem kommen immer so halb panaschierte Blätter. Kennt jemand die Namen davon? Grüße gehen an Whisky. Nur an Whisky? Was ist meine Grüße, Bild? Ich gebe Whisky die Grüße. Also, die Fragestellung. Achso, nee, das erste war Philodendron verrucosum. Merken wir. Was? Philodendron verrucosum? Ja. Verrucosum. Mhm. Magst du nicht. Und die anderen Blätter halb. Show me. Weiß man nicht. Also verrucosum, ne? Ja. Die haarige. Mhm. Die ist glatt. Nicht mal mehr die. Die ist glatt. Die ist naked. Die ist glatt. Die ist glatt. Ich. Vor allem in. Da ist noch Wasser drin. Gott! Geister! Geister. Oh, ich kann nicht mehr. Also, Nico. Pass doch einfach auf. Also an diesem Punkt. Fresh and shaved! Fresh and clean, fresh and clean. Fresh and so clean, clean. Ja, ehrlich, Alter. Nico, gib's auf. Verrucosum ist vielleicht einfach nicht deine Pflanze. Aber vielleicht kannst du das ja noch in so Salzteig stecken. Oh, Scheiße. Aber da kommt noch was. Das sieht man. Vielleicht solltest du es. Oder ich weiß auch nicht. Was? Also, das ist das, was er als Ableger bekommt. Das ist doch nur Aranzuni. Das hat er aber bekommen. Hat er, glaube ich, so geschrieben. Ne? Ja, aber das ist doch scheiße, wenn du das so bekommst. Guck mal, wie abgefressen. Nein, als ein Blatt. Also, da ist ja dann noch was gewachsen. Also, das ist auf jeden Fall eine Monstera Aranzuni Variegata. Das ist aber auch echt einfach richtig schwierig, ne? Was willst du denn damit jetzt? Das sind immer diese Antäuscher. Nee, ich glaube, er hatte gefragt, was, ob wir wissen, was das ist. Das ist eine Epipremnum Albo Variegata. Ja, genau. Eine wunderschöne, perfekte. Was ist das denn? Die ist doch, das ist doch. Das Bild. Das ist doch AI. Das ist doch AI. Das ist doch nicht. Was soll denn das jetzt? Was ist das für ein perfekt. Was ist denn das? Aber ist das eine Philodendron? Das sieht aus wie eine Scandens Aurea Variegata. Ich hätte gedacht, diese Philodendron Brasil, aber mit so einer. Nee, die ist anders. Aber es ist doch ein Philodendron. What? Wow, ist die schön. Wow. Wo hast du die denn her? Wow. Hast du die irgendwie aus dem Dschungel geklaut oder? Okay, last one. Okay, wirklich last one. Einfach nur, weil ich den aus Versehen gerade aufgemacht habe. Ja. Katharina, hallo ihr beiden, ihr macht das toll. Süß, danke. Hier eine Ratrunde. Was war es zu Lebzeiten, bevor es leider 2,5 Wochen lang mit dem Gießen vergessen worden ist? Antwort, ein variegierter Gummibaum. Normalerweise sind sie ja leicht in der Pflege, aber diese mochte mich von Anfang an nicht. Ah, PS, ich liebe Begonien und würde mich sehr über eine freuen. Da finden wir doch schon noch eine für dich. Okay, herzlich willkommen. Liebe Grüße, Katharina. Okay, das ist jetzt das letzte Bild, Leute, was wir uns jetzt anschauen. Variegierter Gummibaum, ne? Sehr schöne Pflanzen. Aber kompliziert. Oh, scheiße. Ich liebe das kleine, dieses kleine. Ist es ein Blatt? Ist es ein Hütchen? Sieht aus wie so ein kleiner Hut. Oh. Cute. Ich hab schon wieder.
am seidenen Faden. Ja. Och, Katharina. Das ist, ein kleines Hütchen. Aber nach 2,5 Wochen, ich weiß dann, das muss sie doch wieder... Ich finde das schon ein bisschen wild. Nach 2,5 Wochen, das ist doch nicht so schnell im Arsch, oder? Das ist wirklich lustig. Auf sowas habe ich den ganzen Tag gewartet. Ja. Guck mal, die kommen jetzt erst alle, ey. Das müssen wir nächstes Mal auch so machen. Ja. Ja. Also, Dankeschön. Die war super. Ja. Schreib nochmal wegen... Was wollt ihr? Ja, schreibt mir bei Instagram bitte einmal. Genau. Weil das müssen wir einfach honorieren. Honorieren. Danke für diesen Beitrag. Ja. Ja. Ich kann nicht mehr. Es war sehr viel gegossipt. Sehr viele. Sehr viel geroastet. Sehr also viel geroastet. Wir uns gegenseitig dann uns. Hier die Community uns. Sehr viele Albtraummaterialien habe ich bekommen. Andi. Und ja. War cool. Ich hoffe, wir kriegen alle keine Albträume. Wir kriegen safe alle Albträume. Andi, Grüße gehen raus. Ja, der Stream wird übrigens auch abgespeichert. Also, wenn er Spaß hat oder nochmal eine witzige Stelle raussuchen wollte mit seiner Pflanze oder so. Genau. Sorry, wenn das heute chaotisch war. Heute war irgendwie echt ein bisschen Chaos. Die Energy war off. Die war wirklich anders, das stimmt. Aber ist auch nicht schlimm. Nö, absolut nicht. Ich fand das mega funny. Ja. Wir lassen den nächsten auf jeden Fall nicht zu lange warten. Das war jetzt sehr lange. Aber da mal dann die Frage, hättet ihr auch Bock, wenn wir das mal so über Zoom zum Beispiel machen? Mhm, wenn oder wir nicht uns sehen, ne? Ich meine, immerhin musst du mich dann nicht berühren. Gott sei Dank. Oh nein. Ja, das ist gemein. Okay, das tut mir voll leid. Weißt du. Digga. So, also, würde euch das interessieren oder nicht? Guck mal, die sagen schon gute Nacht. Die haben gar keinen Bock mehr. Jetzt endlich ab. Endlich hören die auf. Endlich hören die auf. Okay, genau. Ja. Vielleicht machen wir das immer so, weil dann könnten wir das theoretisch sehr oft machen. Aber genau, müssen wir mal gucken. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wenn wir euch eine Begonie versprochen haben, dann schreibt uns bitte. Wir vergessen das. Ich weiß nicht mehr. Wir gucken den Stream nochmal. Man kann das ja durchgucken. Und dann wie süß. Besser über Zoom als gar nicht. Ist egal. Wie Hauptsache ihr. Süß. Danke. Ja, dann können wir das einfach mal. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja, genau. Gott. Ich würde echt sagen, testen. Wir probieren es einfach mal aus. Ja. Dann muss ich mir was überlegen, dass wir den Screen dann irgendwie so. Und vielleicht machen wir dann so eine kleine Kategorie mit dem Roast und aber auch noch ein paar andere Sachen irgendwie. Ja, weil vielleicht, weil wenn man sich dann Bildern nicht sieht, dann könnte man noch, genau, könnte man noch gucken, ob man noch mal ein paar andere. Genau. Falls ihr da eine Idee habt oder so, was diese Top-Tier-Plant-List zum Beispiel. Das okay, wir überlegen uns was, wenn ihr darauf Bock habt, dann. Genau, vielen Dank an alle, die E-Mails geschrieben haben. Das war sehr funny. Die dabei waren. Vielen Dank, ja, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ja. Hat wirklich richtig Spaß gemacht. Endlich lassen uns die Eulen in Ruhe. Danke. Okay. Fräulein, das Ganze hier ist freiwillig. Ne? Also. Was ich jetzt. Salzzeug sollte dabei sein. Danke, Andi. Ja, das hat uns heute alle. Ey, wir machen einfach über Zoom Salzteig. Irgendwelche Salzteig-Skulpturen. Du willst mich umbringen. Salzteig? Das kann ja wirklich. Gluten pur. Letztes Mal haben wir auch Plätzchen gebacken. Glutenfreie. Ja, und vorletzte. Okay, machen wir glutenfrei. Okay. Gut, okay. Vielen Dank an alle. Ja. Was denn? Was? Was denn? Ist egal. Was gucken wir jetzt nochmal? Was haben wir gesagt? Ach, lass mich. Haben euch alle ganz doll lieb. Ich auch. Tschüss. Ciao. Gute Nacht. Schlaf gut.